Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und zwar gibt's heute das ein Jahr Server-Update. Nachdem wir jetzt hier ein Jahr auf dem Server gespielt haben, gibt's jetzt eine riesengroße Tour. Ich werde euch den kompletten Server zeigen, der ja auch bald zum SMP-Let's Play quasi genutzt wird. Also hier werden ja die SMP, also die Let's Play-Minecraft-Folgen auch drauf kommen. Und deswegen dachte ich, wäre das auf jeden Fall eine coole Sache zum Einstieg, dass ich euch mal die komplette Map zeige, damit ihr auch wisst, was hier so abgeht und was wir schon gebaut haben und was noch kommen soll. Und ja, abgesehen davon, wie gesagt, der Server, den gibt es jetzt seit 364 Tagen, glaube ich. Also morgen wäre es ein Jahr gewesen und dann wäre es eigentlich ganz cool, wieder so ein Update zu haben. Das habe ich auch schon nach einem Monat gemacht und nach 3 Monaten und nach 6 Monaten und jetzt halt nochmal nach einem Jahr. Dann könnt ihr mal sehen, was ich so oder was wir so innerhalb von einem Jahr gebaut haben. Und das Video, wie gesagt, das wird sehr ausführlich und deswegen wahrscheinlich ein bisschen länger. Also schnappt euch am besten irgendwie Popcorn oder Chips oder sowas und was zu trinken und dann lehnt euch zurück und gönnt euch. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar sind wir hier auf demselben Turm, auf dem auch die ganzen anderen Let's Shows quasi oder die ganzen anderen Servertouren angefangen haben. Und ich habe mal die Sichtweite ganz weit gemacht, damit ihr hier direkt so ein bisschen was sehen könnt da von wegen Turm und die ganzen Häuser und da im Hintergrund noch was. Allerdings werde ich das jetzt mal wieder ein bisschen runter machen, weil sonst kommt es hier zu Lags. Und der Server ist an sich schon ziemlich laggy geworden tatsächlich. Aber ist ja auch kein Wunder, weil hier schon sehr viel gebaut wurde. Und was alles gebaut wurde, werde ich euch jetzt zeigen. Und wie gesagt, ich werde euch auch die ganzen alten Sachen noch zeigen. Zum Beispiel eben diesen Turm hier. So, wir gehen erstmal nach unten und dann zeige ich euch mal, wo wir gerade sind. Wir sind nämlich in einem Dorf. Und dieses Dorf ist auch wieder besiedelt tatsächlich. Hier gibt es jetzt wieder Menschen oder halt Villager vielmehr. Und auch den hüpfenden Villager da oben mit dem Titel Wladimir, den gibt es auch noch. Ihr werdet auf dem Server jetzt einige Villager sehen, die hier so ein bisschen spezieller sind, die schon irgendwie einen Job haben quasi. Und falls ihr möchtet, dass die einen bestimmten Namen haben, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das kann was Ausgedachtes sein, das kann euer eigener Name sein. Ich werde euch dann immer zeigen, welche Villager ich meine. Und zum Beispiel der da oben, den kennt jetzt auch schon jeder, der die Server-Videos kennt. Der heißt Wladimir. Das war ein Name in den Kommentaren, so hieß jemand. Und er wollte den Villager so nennen. Und deswegen haben wir das gemacht. Hier haben wir auch einen Villager, der eigentlich einen Namen verdient hat, weil der kommt da nicht raus, weil da ist halt ein Teppich und da können die nicht rüber. Falls ihr für diesen Idioten hier in der Ecke, der sich hinter der Blume versteckt, einen Namen habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich werde euch immer darauf hinweisen, wenn die hier speziell sind. Ja, ich würde jetzt sagen, erstmal zeige ich euch das Dorf hier, sonst kommen wir ja in 3 Stunden hier nicht durch. Dieses Dorf ist tatsächlich das älteste Gebäude oder so die älteste Struktur, die ich gebaut habe. Das war noch im allerersten Monat und sogar noch bevor ich unser oder mein richtiges Haus gebaut habe. Unser richtiges Haus vielmehr, weil ich da ja mit meiner Freundin zusammen drin wohne quasi. Aber dieses Dorf hier gab es als allererstes. Ich war nämlich sehr motiviert, hier so ein kleines Dorf zu bauen, wo halt die Häuser so dicht nebeneinander sind und nicht so gerade sind, sondern halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen spannender gebaut, so ein bisschen ja, künstlerischer, würde ich fast sagen, aber halt ein bisschen schräger und einfach so. Fand ich das halt eine coole Idee und außerdem hatte ich ewig kein Minecraft gespielt und zu dem Zeitpunkt waren halt diese ganzen Raids neu, also die Überfälle, und da wollte ich halt mal ein Dorf bauen, was halt davor geschützt ist, und deswegen habe ich hier halt eine Mauer drumherum gezogen, die man hier auch überall sieht. Ich weiß gar nicht, habe ich den Ton an? Muss ich mal kurz gucken. Habe ich den Ton angemacht? Ich hoffe doch. Ja, okay. Ich höre den gar nicht auf meinen Kopfhörern. Kann sein, dass er an den Kopfhörern liegt, aber ich hoffe, ihr habt Ton. Na, auf jeden Fall gibt es hier halt eine komplette Umrandung einmal mit einer Mauer. Und innerhalb dieser Mauer wollte ich dann halt alles bauen, was man so braucht. Und da haben wir hier einmal ein bisschen erhöht. Ihr seht das schon, einen Block höher als der Rest quasi. Haben wir die ganzen Wohnhäuser, die sehr dicht aneinander sind. Das finde ich eine ganz coole Sache. Die sind übrigens immer noch nicht eingerichtet. Also im allerersten Server-Update nach einem Monat habe ich gesagt, ich werde die irgendwann einrichten. Und das wird auf jeden Fall kommen. Irgendwann sind die eingerichtet, aber ja, aktuell immer noch, genau wie vor 11 Monaten, bin ich zu faul dazu. Das hier vorne soll eine Taverne werden zum Beispiel und insgesamt sollen die ganzen Häuser halt ja, mehr oder weniger so einen Sinn haben, so einen Sinn und Zweck und nicht halt einfach nur irgendwie zur Deko sein, sondern da soll halt wirklich dann, zum Beispiel hier soll auch der Schmied rein, da sollen hier die ganzen Schmiedsachen stehen und so weiter. Das würde ich ganz cool finden. Ansonsten haben wir halt noch diesen Turm, wo wir eben drauf standen, so ein kleiner Wachturm, hier wie gesagt die ganzen Häuser, hier vorne haben wir auch noch ein Haus, das ist so ein bisschen so ein Pförtnerhaus, wo man dann hier gibt es nicht mal einen Boden, schaut euch das an. Das ist ganz schön, naja. Auf jeden Fall kann man denn hier stehen und hier wird dann der Pförtner stehen. Und dann die Leute, die hier rein möchten, die würden dann hier halt sagen, ja, hier war übrigens mal ein Typ, der hat hier ein paar Sachen kaputt gemacht, deswegen sind hier manche Schilder. Aber die würden dann jetzt sagen, ja, hier, wir wollen hier rein, mach mal die Tür auf. Das gibt es zum Beispiel in Herr der Ringe auch. Da ist ja in Bre, oder wie die Stadt heißt, direkt am Anfang vom ersten Teil, auch so ein Pförtner, der da halt Wache hält. Das war so ein bisschen inspiriert von da.
Ansonsten haben wir natürlich auch alles weitere, was so ein Dorf braucht. Wir haben hier so einen kleinen Brunnen, wir haben hier einen richtigen Springbrunnen, wir haben hier Marktstände, wo Leute drinstehen und handeln. Das war auch so ein bisschen die Idee, dass man halt hier im Dorf mit Leuten dann handeln kann, in diesen einzelnen Marktständen. Das finde ich auch ganz cool. Wir haben ja auch einen Haufen Schweine mit Leuten, die da reingefallen sind. Einer davon, den gibt es auch schon seit Anfang an. Und der hat jetzt einen Freund gefunden, der hier auch mit reingefallen ist zu den Schweinen. Und hier leben die jetzt. Ich habe übrigens mein Texturenpack natürlich wieder drin, deswegen sehen die Schweine hier so ein bisschen anders aus. Und auch einige andere Sachen werde ich euch dann immer darauf hinweisen. Hier haben wir natürlich dann auch noch ein paar Pferde und einen Esel. Oder sind das zwei Esel? Ne, ist ein Esel. Ja, und hier haben wir dann noch ein bisschen mehr so Waren und so weiter. Hier sind ein paar eingesperrte Hühner, woraus man natürlich eine super Eierfarm bauen kann. Innerhalb von einem Jahr übrigens, also fast ein Jahr, gibt es diese Hühnerfarm und nicht mal die Doppelkiste ist voll. Das ist natürlich ganz schön traurig. Aber ich bin auch nicht immer hier und deswegen sind die Chunks nicht immer geladen. Und deswegen können die Hühner nicht immer Eier legen. Hier vorne haben wir dann noch ein Feld, was auch ziemlich cool ist. Hier gibt es so alles Mögliche, was man anbauen kann. Und teilweise bauen die Villager hier sogar noch was an. Ist natürlich eine nice Sache. Übrigens gab es hier eine ganz lange Zeit lang gar keine Villager. Oder halt, abgesehen von diesen eingesperrten Villagern da und da, gab es halt kaum Villager, weil die irgendwann mal alle gestorben sind. Aber das habe ich hier wieder aufgeforstet quasi. Das Dorf ist jetzt übrigens so groß, dass hier auch schon wieder Eisengolems spawnen und auch Katzen können hier spawnen. Das ist eine ziemlich nice Sache. Hier vorne haben wir dann noch einen See, den hatte ich eben schon gezeigt, der ein bisschen sehr bewachsen ist. Aber ich dachte, weil das ein stehendes Gewässer ist, könnte hier natürlich sehr viel mehr Pflanzen, Zeug sein und hier sind noch ein paar Fische und so weiter. Und hier vorne können wir nochmal kurz draufziehen. Da haben wir so einen kleinen Ausguck nochmal auf dieser Seite, dass man hier auch über die Mauer gucken kann. Und in diese Richtung werden wir jetzt erstmal gehen, denn da gibt es etwas ganz Neues, das ihr noch nicht aus den Videos kennt. Also das Dorf hier nämlich, das hat sich fast gar nicht geändert zum ersten Video zum Beispiel. Aber jetzt gibt es hier so ein paar neue Sachen, zum Beispiel diese kleine Plattform hier vorne. Einfach so eine Chill-Plattform, wo man einfach gucken kann hier auf den See, aufs Meer vielmehr. Und okay, ist eigentlich nur ein See. Aber halt was ganz Entspanntes. Hier habe ich noch ein bisschen dekoriert mit einfach Büschen und so weiter. Das finde ich sieht auch ganz cool aus. Auf jeden Fall cooler als einfach nur hier die Holzmauern. Und hier gibt es jetzt einen Weg entlang, hier so eine ganz kleine Brücke über diesen Fluss, der von dem See kommt, der in den großen See geht. Und dann haben wir hier vorne noch einen See. Das hatte ich, glaube ich, aber schon mal angesagt, dass hier ein See hinkommen wird in einem von den letzten Videos. Jetzt ist hier tatsächlich ein See. Allerdings auf dem Server, ich weiß nicht, woran das liegt, aber hier unten ist zum Beispiel überall Gras. Und eigentlich müsste es doch so sein, dass in Minecraft mit der Zeit dieses Gras dann zu Dirt wird. Aber irgendwie passiert das hier nicht. Also früher, als ich immer viel gespielt habe, da war das so. Vielleicht haben sie das auch irgendwann geändert, weil ich halt nur auf diesem Server spiele. Vielleicht liegt es aber auch am Server. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein bisschen nervig, aber ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht. Was es jetzt noch gibt, ist dieser kleine Gang im Minenstyle, der hier entlang geht. Und das hier finde ich auch richtig cool. Hier ist nämlich einfach so ein kleiner offener, so eine offene Passage nochmal. Die ist tatsächlich natürlich so gewesen, also natürlich offen. Und das fand ich einfach ganz cool. Das ist viel cooler als einfach nur so ein gerader Tunnel. Einfach nochmal hier ein bisschen Licht reinfallen lassen. Auf jeden Fall eine nice Sache. Und dann kommen wir nach hier. Hier können wir dann an diesen Felsen quasi entlang, an dieser Treppe nach unten gehen. Und dann hier weiter entlang gehen, da haben wir dann nochmal so einen kleinen Durchgang. Hier ist Wasser tatsächlich über uns, okay. Das ist spannend. Ah ja, doch, ich weiß, da ist auch ein kleiner See, glaube ich. Ich kann da mal kurz hochhüpfen. Und ihr seht schon, jetzt fängt es hier schon ein bisschen an zu laggen. Ich kann euch mal die Frames einblenden. 18 Frames habe ich gerade. Und das liegt nicht an der Aufnahme, das ist tatsächlich immer so. Warum, zeige ich euch gleich. Was hier auch noch steht, ist übrigens der Tag. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus seht, ich glaube ja. 13.777 Tage spielen wir schon auf diesem Server. Ich glaube, so lange habe ich noch nie an irgendwas tatsächlich gespielt. Zumindest ist es mir noch nie aufgefallen. Und wenn wir jetzt hier theoretisch noch höher gehen, dann seht ihr da vorne so einen kleinen Wassertümpel, den ich mal gebaut habe. Einfach so, oh, und da ist ein Skelett auf uns runtergefallen, Leute. Einfach nur, damit das halt ein bisschen, ja, ein bisschen spannender ist da oben. So diese ganzen Kleinigkeiten sollte man natürlich auch dekorieren, weil das macht. Also diese ganzen Kleinigkeiten zusammen, die werden dann natürlich zu einem einzigen großen, coolen. Zu einer einzigen großen coolen Map. Und noch so eine Kleinigkeit ist zum Beispiel dieser Felsen hier, der ist auch natürlich. Hier vorne war eigentlich auch mal ganz normaler Waldboden quasi, den habe ich aber weggemacht und zu Wasser gemacht. Und jetzt haben wir hier diesen einen Felsen, der tatsächlich eigentlich eine Insel ist, weil der komplett mit Wasser umgeben ist. Und jetzt sind meine Kopfhörer ausgegangen. Habe ich anscheinend doch keinen Ton gehört. Und da oben drauf steht eine Akazie theoretisch, aber ich habe die Textur geändert. Zumindest die Blätter und das soll so eine Art Kirschbaum sein, weil ich finde eigentlich so die Form von den Akazienbäumen, die passt auch ganz gut zum Kirschbaum und ich finde die ein bisschen cooler als halt Akazienbäume, weil ich finde Akazien sahen halt nicht so gut aus. Aber so ein Kirschbaum ist auf jeden Fall cool und der ist ja jetzt auf so einem einsamen Felsen. Ja, ist auch eine coole Sache, da oben müsste eigentlich auch mal irgendwie eine Picknickdecke hin oder sowas. Und dann noch diese kleine Brücke, die allerdings nirgendwo hinführt, da ist halt einfach nur Felswand quasi.
Aber das können wir dann natürlich im Let's Play dann später auch noch ändern. Ja. Und jetzt gucken wir uns erstmal dieses Gebäude hier an. Das ist nämlich tatsächlich eine Trading Hall, wo wir mal reingehen können. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier vorne übrigens, ich benutze nie in Minecraft eigentlich diese Stolperdrähte. Aber ich dachte mir, weil ich halt schon ewig auf diesem Server spiele und irgendwie so alles Mögliche machen möchte und möglichst vielfältig, habe ich mir gedacht, benutze ich die halt auch mal. Wie gesagt, ich finde sie eigentlich nicht so praktisch, aber wie gesagt, man kann sie ja mal benutzen und mal austesten. Und eigentlich funktioniert das ganz gut. Und dann kommen wir hier in die Trading Hall rein und die schauen wir uns gleich an. Hier ist noch ein bisschen dekoriert. Hier vorne kommt später nochmal eine U-Bahn-Station hin. Ich möchte ja hier so alles mit einer U-Bahn vernetzen. Das werden wir dann auch im Let's Play oder beziehungsweise in den SMP-Videos uns anschauen. Und hier soll dann halt die Haltestelle hin von der Trading Hall. Und hier kann man auch hinter die Trading Hall tatsächlich gehen, wo dann die ganzen Villager hier eingesperrt sind. Aber das ist jetzt nicht so spannend. Wir gucken uns lieber die Trading Hall von innen an. Und da haben wir halt ganz viele Villager, mit denen wir handeln können. Der Sinn von so einer Trading Hall ist es nämlich tatsächlich, einfach möglichst viele Villager zu haben, mit denen man handeln kann. Und dann die ganzen guten Angebote quasi zu behalten. Zum Beispiel kann man hier Channeling holen, das ist ja eine coole Verzauberung für den Dreizack. Und irgendwo haben wir hier auch Mending. Ich glaube hier vorne irgendjemand hat Mending. Ja, der hier in Mending. Und dann kann man sich hier halt immer Mending holen, wenn man es braucht. Und halt hier sind noch so ein paar andere Leute, die halt so andere Sachen theoretisch tauschen könnten. Hier vorne zum Beispiel haben wir Kartografen. Da kriegt man natürlich diese Erkunder oder Erfinder. Nee, wie heißen die? Erkunderkarten? Schatzfinderkarten, irgendwie sowas. Erforscherkarten? Irgendwie so heißen die auf Deutsch. Und damit kann man halt Waldanwesen zum Beispiel finden. Habe ich auch gemacht tatsächlich. Ich bin ewig weit gelaufen dafür. Das war super ätzend. Ich glaube 20.000 Blöcke oder über 20.000 Blöcke musste ich laufen. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, keine Frage, aber ja, ich habe es halt gemacht. Hier auch an der Decke was Cooles, weil die Villager, die wollen ja mal mit Emeralds handeln. Deswegen dachte ich, wäre es ganz cool, so die Decke in so einem grünen Look zu haben. Leider hatte ich nicht genug Emerald-Blöcke dafür, deswegen habe ich hier jetzt so eine Mischung gemacht aus Concrete und Terracotta, glaube ich. Und dann halt diesen bunten, zwei Grüntonen, also einmal dieses Leimgrün und einmal das normale Grün. Ist auf jeden Fall eine coole Sache hier, sollte auf jeder in jeder Survival-Map auf jeden Fall da sein. Und halt super praktisch. Ja. Das ist auf jeden Fall neu gewesen. Was wir jetzt, wo wir jetzt als nächstes hingehen, ist wahrscheinlich der Baum. Wir machen einfach mal so eine ganze Rundtour hier, würde ich sagen. Wir laufen hier einfach mal an der Seite vorbei, an diesem Sakura-Baum. Und dann schauen wir uns mal hier diesen Baum an. Den gibt es auch schon ziemlich lange, den hat meine Freundin gebaut. Der war auch kurze Zeit vermietet tatsächlich, weil wir hatten hier mal für ein paar Minuten tatsächlich noch zwei andere Leute drauf, die vielleicht mitspielen wollten. Das waren halt Freunde von mir, aber die spielen jetzt nicht so viel mit. Also übrigens auf dem Server spiele ich eigentlich fast ausschließlich alleine. Meine Freundin spielt ein bisschen. Und ansonsten die anderen drei Personen, die noch auf der Whitelist sind, die sind eigentlich nicht wirklich relevant. Mit dem einen haben wir angefangen, der hat auch dieses Haus da vorne gebaut, was wir uns noch anschauen. Aber dann halt auch schnell aufgehört. Und die anderen beiden, die haben wie gesagt nur mal rumgeguckt und denen habe ich alles ein bisschen gezeigt. Aber die spielen jetzt hier nicht aktiv drauf. Wir gucken uns jetzt diesen Baum hier an, wo natürlich auch nochmal alles dabei ist, was man hier in der Welt braucht. Wir haben hier so einen Anleger, wir haben hier Felder, Bambus. Bambus ist ziemlich cool, sieht auch richtig nice aus tatsächlich. Wieso auch immer hier Blätter rumfliegen, das kann ich euch nicht sagen. Eigentlich müssen die despawnen, weil da kein Holzblock ist, aber ist auch nicht so wichtig. Wir schauen uns jetzt mal diesen Baum hier an, laufen einmal nach oben. Ich glaube, hier drin ist soweit nichts eingerichtet, nur halt die oberste Station quasi. Und hier ist irgendwie zugebaut. So, das schnappe ich mir einmal hier alles. Ich glaube nicht, dass das so gehört. So, dann gehen wir hier hoch und dann haben wir hier so alles, was man zum Leben braucht eigentlich. Hier ein Doppelbett, dann haben wir hier natürlich noch Kisten mit allem möglichen Zeug drin, mit ganz schön vielen Pfeilen, okay, gut zu wissen. Und dann hier natürlich noch so Zeug, was man halt brauchen kann, und in jede Richtung haben wir hier einen nicen Ausblick auf halt die Welt, die wir hier haben. Übrigens, das Dorf hat auch einen Namen, das heißt Villagen, super geiler Name. Ich finde den wirklich gut, also es ist natürlich ein bisschen einfach, da kommt man natürlich drauf, aber ich finde den Namen trotzdem toll. Und hier seht ihr jetzt nochmal diesen Sakura-Baum, hier den Kirschblütenbaum. Oder Kirschbaum halt, ganz einsam, denn hier dieses Ding und da vorne, da haben wir tatsächlich mal einen Villager-Breeder gebaut, der ist da hinten irgendwo drinnen, das war glaube ich der erste auf dem Server, und da brauchen wir so ein kleines Labor und das war halt das, ja, vielleicht kommt hier später noch irgendwas hin, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was auch immer, gerne in die Kommentare, wir haben ja Zeit, wir haben ja auch bald ein eigenes Format dafür, und dann können wir das alles mal in Angriff nehmen, und ich werde jetzt einmal kurz einen Schnitt machen, weil ich sehe schon, ich nehme schon 15 Minuten auf, und das Ding ist halt, dass ich quasi mein Bild und meinen Ton einzeln aufnehme. Also ich nehme mit einem Programm auf, womit ich theoretisch auch meinen Sound aufnehmen könnte. Allerdings bin ich dann ziemlich rauschig und das kriege ich halt nicht rausgeschnitten. Und deswegen nehme ich halt nur das Bildmaterial quasi mit dem einen Programm auf und mit einem anderen Programm nehme ich dann meinen Ton auf.
Und das muss ich halt synchronisieren. Und das Problem ist, je länger die Aufnahme geht, desto asynchroner wird halt alles. Und deswegen muss ich zwischendurch mal neu synchronisieren und dementsprechend schneiden, weil das halt sonst irgendwann, also wie gesagt, das hier wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Und irgendwann wäre es dann halt einfach so asynchron, dass es halt nicht mehr schön ist. So eine Sekunde geht vielleicht noch, aber 5 Sekunden oder so, das wäre halt doof. Dementsprechend werde ich jetzt einmal kurz einen Schnitt machen und auch noch was essen und dann, was essen wollte ich, was trinken meine ich natürlich. Und dann schauen wir uns hier mal den Server weiter an. Dann würde ich sagen, ach, bis gleich. So, ich müsste jetzt synchronisiert haben. Ich habe hier kurz geschlafen und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze hier mal ein bisschen weiter an. Und zwar gehen wir jetzt zurück zu dem Dorf. Von da aus kann man nämlich noch einen anderen Weg nehmen. Also wir sind jetzt hier vom Dorf quasi nach dort gelaufen. Wir haben uns jetzt diesen Baum hier angeschaut. Und jetzt gehen wir quasi auf die andere Seite vom Dorf entlang. Und schauen uns da das Ganze nochmal an. Übrigens hier der See, der sieht, finde ich, nicht so geil aus von der Textur hier am Boden. Irgendwie sieht das alles ein bisschen doof aus und auch so komisch hügelig. Und da arbeite ich tatsächlich ein bisschen dran. Das werde ich euch gleich da vorne mal zeigen, wie das dann aussieht. Allerdings ist das mega viel Aufwand und macht auch tatsächlich gar keinen Spaß. Wer hätte es gedacht. Aber irgendwann werde ich das auf jeden Fall ändern. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Erstmal, wir sind jetzt hier vorne quasi auf der anderen Torseite, wo wir hier eben schon zum Pförtner quasi reingeschaut haben. Und hier gibt es jetzt natürlich auch noch einen Weg, den wir nehmen können. Und den werden wir uns jetzt auch einmal nehmen. Und dann schauen wir uns nochmal den Rest der Welt an quasi. Hier vorne haben wir einmal einen kleinen See. Ganz süß, aber nichts Besonderes. Und dann können wir die Straße hier weitergehen. Und dann kommen wir hier zu so einem kleinen Hafen und zu so einem Kontorgebäude. Und hier ist auch wieder ein Schild, was ich mal mitnehme. Das lese ich mal lieber gar nicht durch, was da drauf steht. Und hier sind halt so alles mögliche an Gütern, an Tieren sind hier zum Beispiel. Auch innerhalb von diesem Handelsgebäude haben wir dann quasi ganz viele Behälter und ganz viele Waren und ganz viel Zeug halt einfach. Und wir haben hier auch die Möglichkeit tatsächlich aufs Dach zu gehen, das machen wir mal. Dann haben wir hier nämlich noch einen cooleren Blick. Und haben hier halt wie gesagt Villagen und hier ist der Hafen von Villagen. Das war mal so gedacht, weil das hier vorne, das war unser allererstes Haus, also unser erstes Nachthaus quasi. Und dann wollte ich nämlich hier vorne was bauen und dann war es natürlich sehr naheliegend, einfach hier rüber zu schwimmen. Und deswegen dachte ich, wäre hier so ein Hafen ganz cool. Und deswegen gibt es da vorne auch so einen kleinen Bootanleger mit einer Biene drin in dem einen Boot. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Wir können auch mal kurz zu dieser Insel hier schwimmen, die auch tatsächlich ziemlich neu ist. Die hat auch meine Freundin gebaut. Aber soweit ich weiß, ist sie noch nicht ganz fertig, aber ich kann sie euch ja trotzdem mal zeigen. So, da muss ich leider kurz cutten. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben hier auf jeden Fall so eine kleine Chill-Insel, die auf jeden Fall richtig nice ist. Und ich finde, die passt hier auch relativ gut auf den mittlersten Punkt vom See so ungefähr. Hier kann man dann einfach hingehen und sich mal ein bisschen ausruhen und chillen. Und man hat hier diesen kleinen Brunnen mit den ganzen Sakura-Bäumen, wobei der hier irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Also von den Blättern her sieht er irgendwie komisch aus, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, nicht normal. Aber sieht auf jeden Fall nice aus. Ich finde, hier könnte tatsächlich noch ein bisschen Bambus hin. Und dann könnte man hier so einen Zen-Garden draus machen. Das wäre eigentlich auch eine coole Sache. Aber so ist der auf jeden Fall auch cool. Auf jeden Fall eine nice Idee. Und ich würde sagen, wir schwimmen jetzt mal zurück. Weil wir haben noch jede Menge vor uns. Ich nehme schon 20 Minuten auf. Eieiei. Aber ich dachte, es wäre halt ganz cool, wenn man jetzt mal hier so ein ausführliches Video hat. Die Leute, die das feiern, können sich's ja anschauen. Die anderen müssen es ja nicht anschauen, wenn denen das zu lange geht. Wir gehen jetzt hier über diese kleine Brücke rüber. Und dann sind wir hier auf einem kleinen, ja, Feldweg, kann man schon fast sagen, auf so einer kleinen Straße, die auch schon ziemlich alt ist, aber ich habe sie hier noch ein bisschen weiter dekoriert. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Büsche, wir haben jetzt hier auch so ein kleines Lagerfeuer, wo man irgendwie Picknick machen kann oder sowas. Und dann sich hier ganz viele Pflanzen. Ich glaube, ich mache nochmal die Renderdistanz ein bisschen weiter runter, weil Lags sind halt einfach doof. Ja, das möchte sich natürlich keiner anschauen. Und wenn wir den Weg hier weitergehen, dann kommen wir hier zu so einer kleinen Gabelung. Und da geht es jetzt einmal nach dort, da ist nämlich die Schäferhütte. Hier haben wir das natürlich auch ausgeschildert, also links Villagen, rechts die Schäferhütte. Und dort ist dann unser Anwesen von mir und meiner Freundin, oder von meiner Freundin und mir vielmehr. Wir gucken uns aber tatsächlich zuerst den Schäfer an. Auch ein ganz altes Gebäude, zudem gibt es auch ein Tutorial auf meinem Kanal übrigens, falls ihr das so nachbauen möchtet. Aber trotzdem zeige ich es euch natürlich, wir haben jetzt hier auch noch einen kleinen Schuppen, der ist auch neu, wo halt so ein paar Sachen drin sind halt einfach. Hier vorne ein kleines Feld, natürlich Schäferhunde dürfen nicht fehlen, wer hätte es gedacht. Und hier haben wir halt Schafe und das war halt auch wieder so diese Idee, dass wir hier halt nicht einfach irgendein Gebäude haben, sondern das halt Schäfer und hier kriegt man halt seine Wolle her. Finde ich ziemlich cool, diese Idee, dass man halt jedem Gebäude so eine Aufgabe viel mehr gibt und eine Bedeutung halt viel mehr. Und hier haben wir halt die Schafe. Tatsächlich ist das Ganze jetzt auch eingerichtet, das war ja sonst immer nicht so, aber hier haben wir jetzt eigentlich so ganz normal eine Küchenzeile mit einem Küchentisch. Wir können hier nach unten gehen, da ist dann so der Stall, wo dann halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ein Schaf schwanger ist zum Beispiel, kann das hier vielleicht die Kinder kriegen oder sowas, weil die ja dann irgendwie Ruhe brauchen oder so. Könnte man ja da drin zum Beispiel machen, oder wenn es Winter ist, kann man die reinholen. Und wir haben hier natürlich auch noch eine obere Etage, wo auch nochmal alles so ein bisschen hier ganz hübsch gemacht ist, hier ein kleiner Schreibtisch und dann hier vorne
haben wir dann Betten drinne. Und früher standen hier noch Armor-Stands, also diese Armor, wie heißen die, Rüstungsständer, glaube ich, auf Deutsch. Allerdings hat hier der Server so doll gelaggt irgendwann, dass ich halt angefangen habe, ganz viele Entities zu ändern, also wegzumachen. Also alles sowas, so wie Tiere und Monster zum Beispiel. Hier waren nochmal sehr viele Schafe, die habe ich halt stark dezimiert. Und auch Bilder und Item-Frames und halt, wie gesagt, diese Rüstungsständer und so weiter. Die sorgen halt alle für Lags, Redstone natürlich auch. Da habe ich halt versucht, das Ganze so ein bisschen zu reduzieren, damit es nicht mehr ganz so furchtbar laggt. Aber es ist halt immer noch schlimm, von daher hat sich das nicht wirklich gelohnt. Aber ein bisschen, denke ich, merkt man auf jeden Fall den Unterschied. Und ja, das war eigentlich so alles vom Schäfer. Wie gesagt, das Haus gibt es auch als Tutorial. Jetzt geht's weiter zu unserem Anwesen, das ziemlich nice ist, finde ich zumindest. Also es ist, glaube ich, meine coolste Survival-Base, finde ich persönlich, die ich hier gebaut habe, auf einem Server und auch privat quasi. Erstmal müssen wir hier über diese kleine Brücke rüber, denn theoretisch ist das hier auch eine Insel, weil die natürlich komplett mit Wasser umgeben ist. Das ist auf jeden Fall cool. Hier natürlich alles komplett durchdekoriert. Ich glaube nicht, dass ich da zu groß was sagen muss. Wir haben hier halt Büsche, Blumen, Wasser, eine Brücke, ja, alles, was man so sich wünschen kann eigentlich. Und übrigens, hier ist auch über Licht versteckt. Und unter diesen ganzen Teppichen ist auch immer Licht, weil hier natürlich nichts spawnen soll, aber Licht an sich sieht doof aus und deswegen versteckt man das ja. Ja, hier vorne haben wir erstmal ein paar Tiere. Wir haben hier so einen kleinen Auslauf, kann man sagen. Hier sind ein paar Pferde. Allerdings sind die Pferde hier manchmal abgehauen, deswegen muss ich das Ganze hier noch höher machen. Ja, aber jetzt geht das eigentlich und es sieht auch ganz cool aus. Wir haben hier so einen kleinen Unterstand mit Decke. Wir haben hier ja, Stroh halt und auch Wasser. So. Daneben an haben wir noch mehr Stall, was auch ziemlich gut ausgedetailliert ist mittlerweile. Wir haben hier ganz viele Skelettpferde, die auch noch sehr alt sind auf diesem Server. Ich hatte noch nie so viele Skelettpferde, also insgesamt hatte ich, glaube ich, in meinem Minecraft-Leben 2 oder 3 Mal Skelettpferde und dann jeweils 1 oder 2, also ich glaube, ich hatte insgesamt 3 Mal Skelettpferde und 2 Mal habe ich die auf diesem Server gefunden und meine Freundin hat ultra viele davon gefunden. Die ihr hier seht, das sind erstmal nicht mal alle und natürlich sterben auch ziemlich viele und dementsprechend könnt ihr euch schon ausrechnen, wie viele das sind, die hier insgesamt gespawnt sind. Auf jeden Fall eine coole Sache, ich weiß allerdings nicht, was man mit denen machen soll, also die sind natürlich cool und selten und so weiter, aber das war's ja eigentlich, ne? Ja, hier in den Boxen haben wir jeweils 2 Stück. Dann haben wir hier vorne auch nochmal so ein bisschen, so ein paar Bauernhofkatzen. Und hier ist natürlich auch alles dekoriert mittlerweile. Hier auf dem Heuboden haben wir halt ganz viel. Eigentlich sollen die Katzen hier oben sein, weil ja auf Bauernhöfen oft die Katzen so in Heuböden sind. Oder auf Heuböden. Allerdings wollen die Katzen da irgendwie nicht hoch, keine Ahnung. So, hier vorne haben wir dann noch weiter dekoriert. Wir haben hier ganz viele Blumen. Wir haben hier auch ganz viele Lags tatsächlich. Ich muss das immer mal ein bisschen ändern hier. Na, es wird nicht wirklich besser, aber ich hoffe, es ist erträglich für euch. Für mich ist es nicht so erträglich, aber ich hoffe, es wird im Video gut sein. Ja, wie gesagt, hier haben wir nochmal ein paar Blumen. So ein bisschen Muster habe ich hier reingemacht. Sah eigentlich ganz cool aus. Natürlich auch nochmal ein großer Baum hier hin. Hier haben wir ein Pavillon, wo man auch sitzen kann und chillen kann. Und dann geht der Rauch da oben raus. Ist auch ganz entspannt. Und hier vorne haben wir auch noch einen richtig coolen Bauhack übrigens. Falls ihr mal so so Seerosen hier haben möchtet, die ein bisschen bunter sind, dann könnt ihr einfach hier so eine Falltür hinsetzen und oben drauf dann eine Koralle. Weil die Koralle, die ist jetzt quasi noch im Wasser und deswegen wird sie halt nicht grau, sondern sie bleibt für immer farbig. Und das sieht, finde ich, wenn man zum Beispiel von hier guckt, sieht das eigentlich ganz cool aus. Und auch man, also man weiß, was gemeint ist, denke ich auf jeden Fall damit. Insgesamt habe ich ziemlich viele Bauhacks hier verwendet, die ihr euch halt anschauen könnt. Wie gesagt, zum Beispiel dieses versteckte Licht überall, hier auch wieder natürlich und diese Seerosen und so weiter und so weiter. Ja, ziemlich cool geworden, aber wir spielen ja auch schon ziemlich lange dran. Das hier ist unser Haus. Wir haben hier vorne so einen kleinen Möchtegern-Whirlpool, sollte das mal werden. Ist jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, was das ist, aber es sollte mal eine sein. Das Haus gucken wir uns gleich an. Hier vorne haben wir nämlich nochmal so einen kleinen Steg einfach, weil hier natürlich auch wieder ein See ist, der nicht so geplant war von der Map, sondern den habe ich halt selber gebaut. Das hier war mal ein Tal, das ich einfach geflutet habe. Und hier seht ihr auch wieder alles voll mit Gras. Und hier hinten zum Beispiel habe ich schon alles ausgetauscht mit normalem Sand und mit Erde. Und das sieht natürlich sehr viel besser aus, finde ich, als dieses Graszeug. Ja, also ich würde sagen, wir gehen hier rein. Das ist auch nochmal eine andere Ansicht von dem Haus. Und dann können wir hier reingehen. Übrigens, die Türen sind immer offen, wenn es tagüber ist. Und wenn es Nacht ist, werden die automatisch geschlossen. Einfach damit halt keine Zombies da reinkommen oder sowas. Da hatten wir nämlich mal eine Zeit lang Probleme mit, dass hier immer Creeper drin waren und so weiter. Und das ist natürlich eine doofe Sache und dementsprechend haben wir das so gemacht. Ja. Wir kommen hier rein in die Eingangshalle, die ziemlich cool ist. Man kann direkt auf die 2. Etage gucken. Man hat da oben einen Kronleuchter. Wir haben hier die ganzen Banner. Wir haben hier meine eigenen Bilder in dem Texturenpack. Hier zum Beispiel mein Name oder mein YouTube-Banner vielmehr. Und hier haben wir unser Haustier oder unser Baby vielmehr. Das ist nämlich Schnuffi. Ja, süß. Der ist hier irgendwann mal einfach angekommen und hat meine Freundin angehüpft.
Und dann haben wir ihn hier eingesperrt und Schnuffi genannt und das ist jetzt hier unser Baby. Der hat auch schon sehr lange hier überlegt, obwohl man ihn theoretisch töten könnte. Aber das hat sich noch keiner getraut oder will auch keiner. Und dementsprechend ja, haben wir noch unser Baby hier. Hier haben wir Rüstung. Die ist besonders, weil man konnte eine Zeit lang in Minecraft in einer bestimmten Version mehrere Verzauberungen quasi, die eigentlich nicht zusammen auf einer Rüstung sein können, konnte man zusammen auf eine Rüstung haben. Das müsste ich hier auch, glaube ich, haben. Hier die Hose zum Beispiel hat jetzt Blast Protection, Projectile Protection und normale Protection und Fire Protection. Eigentlich kann man nur eins davon haben, aber in dieser einen Version konnte man halt mehrere machen. Und davon habe ich dann natürlich mehrere Rüstungen direkt gemacht, weil das war ja nur ein Bug und den habe ich halt schnell abused, also schnell ausgenutzt, weil es das jetzt halt nicht mehr gibt. Was ein bisschen doof ist, weil bald kommen ja diese Netherite-Rüstung raus in der 1.16 oder in der 1.16, genau. Und da geht das dann natürlich nicht und dann werde ich mir neue Rüstung machen, aber halt nicht diese tollen Verzauberungen und so weiter. Aber ja, wir haben auf jeden Fall nochmal ein Set oder zwei Sets, falls unsere normalen Rüstungen mal kaputt gehen. Hier vorne haben wir noch ein bisschen Ausstellungsstücke und zwar haben wir hier die erste Diamantspitzhacke, die es auf dem Server hier gab. Mit der wurden einige Abenteuer erlebt quasi. Wir haben ja auch eine mysteriöse Schallplatte, auch cool, und nochmal so ein Totem of the Undying. Auch eins der ersten, glaube ich, was wir auf dem Server hier hatten. Ist auch ein cooles Design hier, so kann man die Sachen ganz gut ausstellen, gefällt mir sehr gut. Wir haben hier in der Mitte von dem Haus eine riesige Wendeltreppe, die nach unten ins Lager geht. Und wir haben hier natürlich auch nochmal Blick auf die zweite Etage und ganz nach oben zu dieser Glaskugel, zu der Glaskuppel vielmehr, die mit Gold geschmückt ist. Und dann in der Mitte haben wir noch den Beacon, das sieht halt einfach ziemlich nice aus. Und ich wollte schon immer so ein Haus haben mit so einer Glaskuppel und insgesamt finde ich, ist dieses Haus, was Minecraft jetzt angeht, auf jeden Fall mein Traumhaus. Hier ist echt alles drin, was ich mir jemals gewünscht habe in einer Minecraft-Base. Also dieses Reinkommen und man hat hier direkt so eine große Halle und diese ganzen Trophäen, sage ich mal. Diese Wendeltreppe in der Mitte, die Glaskuppel, das finde ich alles toll. Was ich auch toll finde, ist diese Kiste hier. Da haben wir nochmal so ein bisschen Backup-Zeug, falls man mal was braucht. Auch ganz praktisch. Und hier vorne haben wir halt einen Kamin. Finde ich auch immer richtig nice, wenn man sowas in seinem Minecraft-Haus hat. Dann hier noch so eine Ritterrüstung, die dann da steht irgendwie. Und dann hier so eine große Tafel, wo man essen kann. Auch alles nice. Und hier unter ist natürlich dann, oder ich glaube hier unter, ne, oder hier unter. Ja, genau, da haben wir natürlich auch wieder Licht versteckt. Ja, hier vorne haben wir dann nochmal so eine kleine Leseecke, wo man hier gucken kann in die andere Richtung. Das werden wir uns auch alles noch anschauen. Und dann haben wir hier vorne zum Beispiel übrigens eine versteckte Kiste. Hier unten natürlich nicht, aber da oben kann man auf jeden Fall hier sehr viel coole Sachen verstecken. Hier haben wir auch eine praktische Kiste, da kann man nämlich einfach Sachen reintun und die werden dann automatisch ins Lager gebracht. Zwar nicht automatisch sortiert, aber immerhin hingebracht. Allerdings ist das Lager unten voll, deswegen wird hier nichts mehr abgepumpt. Da muss meine Freundin mal wieder neu sortieren, das ist nämlich so ihr Job. Das Sortieren da unten, das macht sie ganz gerne. Aber ja, viel Spaß mit dem ganzen Sortieren. Hier haben wir ihre Küche, die wollte sie unbedingt genauso haben, quasi mit so einer fetten Insel hier in der Mitte, mit diesem karierten Boden, denn hier natürlich ganz viel Platz für alles mögliche an Essen, was wir so haben. Einen halb aufgegessenen Kuchen und hier natürlich alles, was wir noch so brauchen, Kühlschrank, Öfen, alles weitere. Und dann haben wir hier auch nochmal so eine kleine coole Veranda oder so nennt man das, glaube ich, wenn man sich hier so hinschillt, so eine überdachte Terrasse halt. Ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal kurz einen Cut, weil ich schon wieder eine Viertelstunde aufnehme. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie lang das hier wird, aber mir gefällt es, mir macht Spaß und ich hoffe euch auch. Und dann ist ja alles gut, also bis gleich. So, ich hoffe, dass das jetzt wieder synchronisiert ist und dann würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal die Terrasse an. Die ist auch ziemlich nice geworden, also ich finde hier, wie gesagt, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich finde auch, alles ist eigentlich soweit gut geworden. Hier haben wir einen Grill, der ist nicht so nice geworden, finde ich. Ich finde, der sieht ein bisschen komisch aus, aber man erkennt, was es ist und man hat hier auch Essen und so weiter, dann ist ja auch alles gut. Hier vorne haben wir dann noch so eine kleine Essecke, wo man halt essen kann. Ist leider nicht so wirklich überdacht, aber ist ja auch nicht so schlimm. Hier vorne sind wir dann wieder bei dem See, den wir eben schon gesehen haben. Und hier gibt es dann so einen kleinen Bach, so einen kleinen Wasserlauf, der dann auch in den großen See geht. Und hier gibt es auch eine Treppe nach unten, da gehen wir später aber hin. Was wir hier jetzt neu haben, ist dieser Baum, wo eine Schaukel dran ist. Da kann man sich natürlich super draufsetzen und dann einfach hier so ein bisschen hin und her schaukeln. Auch eine coole Sache. Und dann hier vorne noch so ein kleines Baumhaus, was auch nice ist. So, und dann gehen wir jetzt mal in das Haus weiter rein, würde ich sagen, und schauen uns nochmal den Rest vom Haus an. Hier gehen wir auch gleich noch runter, aber erstmal zeige ich euch den Rest oben. Hier vorne haben wir übrigens noch mein Standard-Fernseher-Design, was ich seit der Beta 1.8 benutze. Finde ich, sieht immer noch ganz gut aus, man sieht direkt, was es sein soll. Coole Sache. Ich sage irgendwie ein bisschen auf coole Sache, glaube ich, aber das Video, es geht ein bisschen auf die Stimmbänder tatsächlich, aber ist auch nicht so schlimm. Es macht mir Spaß, wie gesagt. Ja, hier haben wir dann nochmal natürlich ein paar coole Blickwinkel auf den Rest der Map, den wir uns noch anschauen werden. Und hier vorne haben wir, wie gesagt, noch so ein paar
ausgestellte Sachen. Wir haben hier vorne noch ein Zimmer, was nicht so richtig eingerichtet ist, auch noch mehr nach oben. Aber das ist jetzt nichts Spannendes eigentlich. Hier vorne haben wir noch eine kleine Terrasse, auch nochmal mit so einem Grill, wo man nochmal chillen kann. Ganz entspannt. Und hier haben wir dann halt diesen großen, offenen, mittleren Bereich, der ultra cool aussieht. Das feiere ich mega. Hier vorne haben wir nochmal so einen kleinen Harry Potter Raum, wo irgendwie, keine Ahnung, das wäre dann so ein Kinderzimmer, schätze ich mal, wo man dann auch noch so einen kleinen eigenen Fernseher hat, nochmal ein Bettchen. Und hier hinten nochmal so ein cooles Versteck, wo man dann, keine Ahnung, Kinder verstecken sich ja gerne und dann kann man hier irgendwas Cooles bestimmt machen. Auch ein Kuchen ist hier tatsächlich. Uiuiui. Das ist wahrscheinlich eine Naschkatze am Start. So. Hier vorne ist dann unser großes Schlafzimmer, was auch richtig nice aussieht. Mir gefällt das super gut. Hier mit dem Kamin in der Mitte, mit diesem großen Doppelbett, mit dem Kronleuchter, mit dem ganzen coolen Zeug hier drumherum. Mit diesen Eckfenstern, die ich auch richtig cool finde. Übrigens hatten wir am Anfang ganz oft das Problem, dass das Haus abgefackelt ist, weil hier Blitze eingeschlagen haben. Und Blitze haben dann das Haus immer in Brand gesetzt. Und dann war hier ganz lange diese Fensterseite, glaube ich, weggebrannt und mir ist das nie aufgefallen. Ist mir dann aber doch irgendwann aufgefallen. Und dann konnte ich das halt fixen. Und ich schlafe jetzt hier nochmal kurz, weil tagsüber lässt sich das hier ein bisschen cooler zeigen, finde ich. So. Und wir haben hier vorne dann nochmal so einen kleinen Balkon, der diesmal überdacht ist. Auch ganz schön. Und dann haben wir hier vorne noch so diese ganzen anderen Zimmer, die man braucht. Einmal so ein begehbarer Kleiderschrank mit Ankleidezimmer, mit allem drum und dran. Hier vorne ist das Badezimmer, das klassische 5x5 Badezimmer von mir. Zu dem ich, glaube ich, schon 2 oder 3 Tutorials gemacht habe tatsächlich. Ja, nichts Spannendes eigentlich. Und hier vorne dann noch ein Balkon mit einem Sonnenschirm und dann kann man hier auch chillen und halt in diese Richtung gucken. Also ich finde, das Haus ist richtig gut geworden. Es hat auch lange gebraucht, bis ich das dann, ich sag mal, perfektioniert habe. Also bis ich es so hatte, wie ich es haben wollte. Und hier oben haben wir dann halt noch Platz für irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß noch nicht genau, was hier hin soll. Vielleicht kommt auch gar nichts hin, weil ich da oben eh nie bin. Aber wie gesagt, falls ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Ich bin offen für alles. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Lager. Das zeige ich euch nur kurz, weil da gibt es halt nicht so viel Spannendes zu sehen. Da gibt es einmal diese fette Wendeltreppe runter, die natürlich dekoriert ist hier mit diversen Rüstungen und Lichtern und so weiter und so weiter. Das ist auch eine coole Wendeltreppe tatsächlich, die feiere ich auch mega. Hier haben wir halt so mein Standard-Lager-Design, wo alles mögliche ist. Hier sind übrigens die Kisten, wo halt die ganzen Sachen von oben dann runterkommen. Natürlich komplett überfüllt. Hier haben wir auch ganz viele Hunde und Katzen. Hier vorne haben wir dann noch den Enchanting Table und die ganzen automatischen Öfen quasi. Aber ansonsten, es sind halt Kissen, es ist halt ein Lager. Hier vorne auch noch, wobei hier noch ein bisschen was Spannenderes ist. Und zwar haben wir zum einen hier die Mine. Hier kann man dann einfach runtergehen, beziehungsweise runterschwimmen vielmehr. Und dann kann man hier unten halt Diamantenminen gehen oder was auch immer man halt braucht. Und ihr seht schon, hier wurde schon einiges weggemint. Und hier hinten sind auch ein paar Slime-Chunks, das bedeutet, hier spawnen Slimes. Wahrscheinlich kommt Schnuffi von hier irgendwo, aber kann man nicht mit Sicherheit sagen, leider. Und hier geht's halt in jede Richtung ein paar tausend Blöcke, weil wir brauchen halt Diamanten und halt Steine und so weiter, was man halt alles braucht. Das holen wir uns von dort. So, und dann sind wir hier wieder oben. Und dann geht's hier natürlich noch weiter. Hier haben wir so dieses ganze andere Zeug, was man nicht so oft braucht. Und aber auch etwas richtig Cooles, und zwar ein Bahnhof. Hier gibt es halt diverse Bahnstrecken, die halt überall hinführen. Und eine davon werden wir uns auch gleich nehmen. Und zwar schnappe ich mir hier einen Minecart schon mal. Dieses Design hier ist tatsächlich auch mein Standarddesign für den Bahnhof. Ich habe den nämlich öfters schon so unterirdisch gebaut. Und der sieht immer relativ ähnlich aus. Und später wird er hier auch komplett automatisch sein. Das bedeutet, hier wird dann eine Druckplatte sein. Da stellt man sich rauf, kann dann den Zug nehmen und dann fährt man halt los. Beziehungsweise wenn keiner in dem Zug ist, dann wird er automatisch zurückgebracht. Und wenn man ankommt, steigt man automatisch aus. Und auch das Minecart wird dann automatisch eingesammelt. Das können wir dann aber alles, wie gesagt, im SMP dann zusammenbauen quasi, und ich denke, das ist auch vielleicht für den einen oder anderen ganz cool, wenn man sieht, wie man so einen automatischen Bahnhof dann baut. Hier haben wir auch so ein bisschen dekoriert halt mit diversen Bildern, und hier vorne haben wir auch eine Karte, die ein bisschen älter schon ist, also die ist nicht auf dem neuesten Stand, aber ist halt ganz cool, wenn man hier so sieht, wo man dann überall hinfahren kann. Und hier mit diesem Bahnhof kann man vor allem eben zu Orten reisen, die auf der Karte sind, also man kann zum Beispiel zu dem Turm reisen, man kann zum Village reisen, zum Villager, zu der Trading Hall zum Beispiel, und auch nach Las Vegan. Da fahren wir jetzt nämlich hin. Ich werde euch zeigen, was das ist. Leider ist das hier noch ein bisschen langsam und nicht so spannend. Ich hätte vielleicht ein bisschen weitergehen sollen, aber es war nicht so schlimm. Übrigens, nach Las Vegan ist quasi die einzige Bahnstrecke, die fertig ist. Die anderen sind alle noch nicht so wirklich angefangen.
weil die halt einfach übelst lange dauern. Und die Strecke ist ziemlich langsam. Insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass halt die 1.15-Version oder die 1.15.2, wie er hier gerade ist, eine schlechte Serverversion ist. Also es laggt halt sehr viel mehr als vorher. Ja, einfach so Performance-Probleme an sich, das ist halt nicht so cool. So, ich spring schon mal ab und schnapp mir das schon mal wieder. Zack. Hier vorne sind wir jetzt in einer kleinen U-Bahn-Station. Im selben Stil, wie halt die anderen U-Bahn-Stationen auch so ungefähr sein werden. Und hier haben wir nochmal eine Karte natürlich. Und hier vorne haben wir dann nochmal so eine kleine Kuppel. Ich baue die ziemlich gerne, das werdet ihr auch noch in weiteren Bauwerken sehen quasi. Ja, aber hier ist halt nichts Spannendes. Spannend wird es dann hier vielleicht. Und zwar haben wir hier dieses Luxus-Resort. Das habe ich jetzt Las Vegas genannt, so von wegen Las Vegas. Ja, ganz witzig. Ja, hier sollen halt so ein paar Sachen hin, die jetzt vielleicht nicht so zu diesem mittelalterlichen Stil passen, den ich sonst immer benutze zum Bauen, sondern halt so ein bisschen modernere Sachen. Wir haben hier vorne erstmal so ein Monument, keine Ahnung, irgendein Obelisk halt, der eigentlich keine Bedeutung hat, aber hier muss halt irgendwas hin und ein Baum wäre doof gewesen, deswegen habe ich hier so einen Obelisk hingebaut. Das sieht aber trotzdem cool aus, also nicht, dass ihr denkt, ich finde den doof. Ich finde den schon okay, aber hat jetzt halt keine Story, die ich erzählen kann oder sowas. Hier vorne haben wir einen Tennisplatz. Genau für diesen Tennisplatz habe ich auch schon mal ein Tutorial gebaut. Und dann gibt es hier eine Tribüne, wo man halt zugucken kann. Und hier vorne haben wir einen riesen Swimmingpool mit ultra vielen Seelaternen. Das war ein Ärgernis, die alle zu farmen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber es hat funktioniert. Und dann haben wir hier vorne so Sprungbretter und da kann man hier halt reinspringen und dann schwimmt man hier halt seine Bahnen. Und hier vorne soll dann später nochmal so ein Sprungturm hinkommen oder mehrere, dass man dann hier irgendwelche Sprünge machen kann, hier ins Wasser oder sowas. Ja, wäre auch ganz cool. Und hier vorne haben wir einfach ein ganz tiefes Loch, in das man runterschwimmen kann, wenn man möchte. Hat eigentlich keinen Sinn und ja, ich habe hier auch versucht, irgendein cooles Muster zu machen. Allerdings, wenn man sich das so anguckt, finde ich das gar nicht so cool. Irgendwie ist das zu viel. Ja, aber ich hatte halt Bock und habe das dann halt so gemacht. So, dieses ganze Haus ist auch neu und zwar sollte das irgendwie so eine Art, so ein Hotel sein irgendwie, wo man halt seine Zeit verbringt, irgendwie so ein bisschen chillig, aber es sollte auch eine Bar haben und eine Sauna und sowas, halt dieses ganze Luxuszeug, was man halt in seiner normalen Welt irgendwie nicht haben will, hätte ich jetzt hier hingebaut. Ich habe allerdings noch nicht so wirklich viel eingerichtet. Ja, ich habe halt das Haus fertig gebaut und dann war die Motivation halt weg, man kennt es, einrichten ist nicht so meine Spezialität, sage ich mal. Wobei diese Etage tatsächlich eingerichtet ist, wir haben hier einmal so einen kleinen Abstellraum. Und dann haben wir hier zwei Zimmer, die genau gleich aufgebaut sind. Halt ein nichts Besonderes eigentlich, so Hotelzimmermäßig einfach. Genau dasselbe hier, nur halt mit Rot als Farbe. Und dann haben wir hier vorne nochmal so einen kleinen Balkon, den haben wir ja von da vorne schon eben gesehen. Und auch die letzte Etage ist so relativ eingerichtet, also sie ist schon ausgebaut, aber noch nicht eingerichtet. Also hier könnte man jetzt noch irgendwelche, keine Ahnung, Sachen hinbauen, weiß ja auch nicht so genau. Aber das Haus an sich ist fertig, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen dafür habt, könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben. Können wir denn zusammen, wie gesagt, im SMP dann auch umsetzen. Da freue ich mich wirklich drauf, endlich mal hier ein bisschen Action zu machen mit euch, ein bisschen coole Sachen zusammenzubauen. Ja, es wird auf jeden Fall nice. So, hier haben wir nochmal so einen kleinen Rosengarten, oder auch rote Blumengarten, da sind ja auch Tulpen dabei. Ja, ansonsten ist hier eigentlich nicht so viel Spannendes. Und ich würde sagen, ich nutze jetzt einfach die Fahrt, weil die ja ein bisschen langweilig ist, und werde dann einfach synchronisieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt wieder am Bahnhof angekommen. Und jetzt laufen wir mal ein bisschen weiter. Erstmal gucken wir uns noch das Lager zu Ende an, wobei da nicht mehr so viel ist. Wir haben hier vorne noch einen Gang und da hinten ist das Nether-Portal. Und hier vorne haben wir halt den kleinen Raum, wo der Beacon ist. Und hier auch die allerersten Betten, die wir hier am Haus hatten. Tatsächlich gab es nämlich das Lager auch, bevor es das Haus oben drauf gab. Ja, auch eine lustige Geschichte vielleicht. Wir können tatsächlich auch nicht die Windeltreppe benutzen, sondern hier lang gehen, denn hier kommt man auch raus. Das hier ist der originale Eingang quasi, wo irgendwann hier auch nochmal eine Pistentür hinkommt. Natürlich irgendwann, ihr wisst Bescheid. Und dann kommen wir hier unten raus, das haben wir uns eben schon angeguckt, dieser Weg hier bei der Schaukel. Von hier aus können wir dann natürlich auch nach unten gehen. Dann haben wir hier erstmal unsere Anbaugärten, die auch noch ganz vom Anfang sind. Hier wird dann so alles mögliche angebaut, was wir halt gebraucht haben damals. Vor allem Zuckerrohr, aber auch Essen und so weiter. Wir können hier weiter entlang gehen und gehen dann mal zu diesem Brunnen hier, zu dem es übrigens genauso auch ein Tutorial auf meinem Kanal gibt. Und dann haben wir hier dieses Starterhaus, sage ich mal. Hier habe ich auch noch ein bisschen mehr dekoriert. Hier haben wir jetzt eine Katze, wir haben hier so einen kleinen Strand und auch ein Lagerfeuer. Eigentlich ja nichts Besonderes, aber sieht halt schön aus und davor war halt gar nichts da und das war halt doof. Ja, hier vorne natürlich auch noch ein bisschen dekoriert, hier mit so ein paar Büschen und Blumen. Und hier haben wir das Haus und das Haus ist eigentlich nicht wirklich spannend, also hier gibt es eigentlich nichts zu sehen. Ist halt so ein typisches Standardhaus eigentlich. Das baue ich tatsächlich schon seit einigen Jahren immer mal wieder, wenn ich Minecraft spiele, ganz genau so.
Hier vorne haben wir noch ein paar Hühner und ein bisschen Lagerfläche einfach und hier auch noch mehr Katzen. Tatsächlich. Ja, eigentlich, ja, nichts Spannendes. Hier haben wir Bienen. Das ist vielleicht noch ein bisschen spannender tatsächlich. Die hier überall mal ein bisschen rumfliegen, wobei die halt oft eingefangen werden von den Booten. Irgendwie, keine Ahnung, die wollen wohl zur See fahren oder so, weiß ich auch nicht. Und dann fliegen die Bienen halt immer in die Boote und da kommen sie halt nicht raus. Deswegen sind hier halt keine Bienen am Rumfliegen. Wobei ich das ganz cool fand, als sie rumgeflogen sind. Das hat nochmal so ein bisschen mehr zur Atmosphäre beigetragen, sage ich mal. Ja, wir haben jetzt hier nochmal diese Brücke, wo man rübergehen kann. Und dann kommen wir hier zu dem, was noch der andere Typ gebaut hatte, der am Anfang vom Server noch dabei war, nämlich dieses Haus hier. Und den ganzen Garten drumherum habe ich jetzt mal ein bisschen gebaut. Und für die Leute, die noch die anderen Folgen kennen, ihr wisst ja, hier stand einfach nur diese Cobblestone-Mauer, die er mal gebaut hatte. Und die habe ich jetzt zu einer richtigen Mauer. Oder so. Ich habe halt die Mauer genauso da gelassen, wie sie da war. Und ich habe sie jetzt nochmal ein bisschen weiter gebaut, damit das halt nicht ganz so doof aussieht. Und halt diesen ganzen Garten drumherum. Und diese Wasserbecken hier, die finde ich eigentlich auch ganz cool. Da kommt nämlich ein Fluss runter und dann sind die Wasserbecken hier voll. Und ratet, wo das Wasser hingeht, natürlich genau hier in diesen Fluss. Und der Fluss geht dann im Endeffekt auch zu dem großen See. Ja, insgesamt hier halt sehr viel dekoriert habe ich, weil ich das hier halt doof fand, dass hier alles so leer ist. Da habe ich halt so ein paar Wege gemacht und so weiter. So ein paar kleine Büsche, wo dann halt noch Bäume sind. Überall sind hier Katzen übrigens, weil er hat auch einen Villager-Breeder. Und deswegen sind hier halt ganz viele Katzen gespawnt, die ich natürlich immer gefangen habe. Hier haben wir auch einen kleinen Fluss nochmal, wo man hier rüber kann. Hier könnte auf jeden Fall irgendwas Cooles in diese Höhle rein. Vielleicht ein Nether-Portal. Vielleicht sollte ich hier das Nether-Portal hinbauen. Aber ich bin mir hier auch noch nicht so sicher. Deswegen lasse ich das mal. Und das Haus war auch ursprünglich von ihm nur bis zur obersten Schicht quasi gebaut. Und es gab noch gar kein Dach. Aber ich habe jetzt ein Dach oben drauf gebaut und ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut dazu. Bin ich sehr stolz darauf, dass das so gut zusammenspielt. Zumindest finde ich es gut. Und ja, in dem Haus, wie gesagt, wir können ja mal durchs Fenster gucken. Ja, da ist jetzt auch nicht so viel dekoriert. Wir können hier mal vorbeilaufen, hier gibt es noch so ein kleines Feld, einfach nur zur Dekoration. Wie gesagt, dieser Fluss hier, wir können hier kurz rübergehen. Dann haben wir hier nämlich eine Mauer, weil, übrigens, meine Maus ist irgendwie kaputt und manchmal mache ich diesen Klick doppelt, also ich habe es gerade gesehen. Eigentlich will ich nur einmal drücken und dann mache ich ihn aber zweimal, das ist total nervig. So, jetzt haben wir es aber. Oder ich will es eigentlich, nein, oh, hallo, ja, so will ich, genau. Hier haben wir nämlich eine Mauer. Weil so eins von den ersten Zielen, die ich immer habe, ist eigentlich eine zombiesichere Gegend zu bauen. Damit halt einfach keine Viecher mehr rumnerven und... Ja, okay, jetzt bin ich runtergefallen, super. Und das ist hier auf jeden Fall ganz gut gelungen. Ein bisschen zu gut, weil jetzt muss ich aufs Rumlaufen rumlaufen leider, um da wieder hinzukommen. Wobei, wir sind ja hier in Minecraft, ich schnappe mir einfach mal diese beiden Blöcke hier, zack. Und place hier natürlich direkt wieder hin. So, dann ist alles gut hier. Komme ich da überhaupt hoch? Ich glaube, ich mach den hier einfach kurz weg. So, zack. Müsst ihr ja keinem erzählen, sagt das bloß nicht den Admins hier auf dem Server. Ja, auf jeden Fall, also hier ist halt nicht wirklich irgendwas Spannendes, hier sind halt Blumen und Büsche und so weiter, hier ist ein kleiner Schuppen, wo halt eine Treppe nach unten ist, da geht's zur Mine, kann ich euch zeigen, hier, wow, ist nicht so spannend, hier, wie gesagt, noch ein bisschen mehr dekoriert. Hier unten geht's nochmal runter zu so einem kleinen Steg, aber halt nichts wirklich Spannendes. Hier vorne haben wir natürlich auch noch einen See, ne, ihr kennt mich, das war eigentlich mal ein Tal, einfach geflutet und schon hat man einen See und schon sieht das Ganze hier ein bisschen cooler aus. Wir können jetzt hier nochmal lang gehen. So geht es jetzt hier zu dem Turm zu Babsen. Hier gehen wir nämlich an diesen Kirschblütenbäumen wieder entlang. Ich muss übrigens nochmal die Textur von der Akazie dann ändern, weil irgendwie dieses Rot und dieses helle Grau, das passt irgendwie nicht so richtig dazu, finde ich. Ja, aber dieser Weg hier ist auch ganz cool mit diesen Laternen, mit der Brücke hier, mit dem Picknick hier vorne. Und dann gehen wir hier nämlich durch diesen Gang mit den ganzen Blümchen hinauf auf den Turm zu Babsen quasi. So, das können wir natürlich auch nochmal schnell machen. Und wie gesagt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen noch habt. Da freue ich mich immer drüber. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf das SMP. Und ja, ich hoffe einfach, dass euch diese Welttour noch einmal gefällt. Weil meine Stimme tut jetzt schon weh und ich glaube, wir haben jetzt die Hälfte geschafft oder sowas. Hier übrigens nochmal das Dach von oben. Komplett ausgeleuchtet natürlich nicht, damit da irgendwelche Viecher spawnen oder sowas. Das wäre doof. Hier haben wir den Turm. Hier oben will meine Freundin irgendwas drauf bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier werden soll. Es sieht halt so eine Art nach Gletscher aus hier oben auf einem Berg halt. Man kennt ihn ja und dann halt hier diesen Turm dazu. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Hier gibt es auch noch eine Glasbrücke rüber. Und dort vorne ist noch eine Tür. Und da drin will sie auch noch, also da ist eine Höhle drin. Und da will sie auch noch was bauen, aber sie hat jetzt noch nicht verraten, was sie da hinbauen möchte. Übrigens, hier habe ich auch wieder geterraformt. Und zwar seht ihr ja hier Wasser unten. Das war eigentlich gar kein Wasser, sondern das war halt einfach Land.
Ich fand es aber cooler, weil da hinten ist nämlich ein Fluss und da hinten ist halt der See und das wollte ich halt verbinden und deswegen habe ich da jetzt so einen, so einen kleinen Fluss entlang gebaut und das finde ich sehr cool. Wollte ich nur mal anmerken, hier nochmal kurz. Und wir gehen jetzt auch nochmal in den Turm rein und ich hoffe, da ist ein Bett drin, da können wir hier nämlich nochmal kurz schlafen gehen. Zack, und ja, hier sind die, Alter, was hat die hier für Zeug alles? Das ist ja echt krank, na egal. Also, ich wundere mich manchmal, wo das ganze Holz hin ist und jetzt habe ich es halt gefunden. Gut zu wissen, so. Hier oben wahrscheinlich, ja genau. So ähnlich wie der Baum halt auch, wir haben hier wieder alles, was man braucht, mit Doppelbett, mit toller Aussicht natürlich in jede Richtung. Ich weiß nicht wieso, aber sie baut immer irgendwelche Türme, wo man halt eine gute Aussicht hat. Wahrscheinlich war der Turm einfach zu klein, deswegen hat sie sich einen neuen gebaut. Und ich würde sagen, wir pennen jetzt hier mal kurz eine Runde. So. Und übrigens, dieses Texturenpack, das gibt es leider nicht zum Download, das werde ich immer wieder gefragt. Das Problem ist halt leider, dass ich hier Texturen benutze, die mir gar nicht gehören. Und in den Texturenpacks steht immer, dass man das halt nicht zum Download freigeben darf. Selbst wenn man Namen nennt und so weiter, oder wenn man halt es nicht verkauft oder so, soll man es trotzdem nicht machen. Deswegen mache ich es auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das Texturenpack ja Default, also die Standardtexturen. Ich habe ja nur ganz wenig ausgetauscht. Halt die ganzen Werkzeuge, hier zum Beispiel das Dia-Schwert habe ich neu, das sieht richtig nice aus. Den Bogen, den habe ich früher schon mal benutzt, aber jetzt wieder entdeckt quasi, ist auch cool. Und halt diese Sakura-Bäume, die sind halt auch nice, ne? Finde ich zumindest. So, wir laufen jetzt hier den Weg einmal noch entlang und dann geht es hier unten noch weiter. Wir haben hier übrigens nochmal einen guten Blick hier auf die ganzen Sachen, die ich hier anbaue oder die wir hier anbauen. Ist halt nichts Besonderes, ist halt Acker, ne? Also, ja, dazu muss ich, denke ich, nicht so viel sagen. So, wobei man hier tatsächlich noch eine coolere Farm bauen könnte mit den Melonen und so weiter. Das wird aber, irgendwann werde ich hier einen Melonengärtner bauen irgendwo und der wird dann halt eine coole Farm haben. So, nochmal kurz was essen. Hier vorne links, achso, das habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Oh je, ich vergesse hier schon die Hälfte, das ist ja furchtbar. Wir gehen nochmal kurz hier hoch zu der Terrasse, wo wir hier waren und dann mache ich nochmal hier den hier. So. Man kann auch hier entlang gehen, also hier geht es ja zur Terrasse, aber man kann auch hier lang gehen. Und dann kommt man hier zu so einem coolen Pool, der so am Cliff steht oder am Hang quasi, was ja auch richtig nice ist. Und hier auch wieder ein Bauheck. Wenn man hier so diese Luftkissen haben möchte, die hier rumfliegen, kann man auch einfach auch wieder diese Falltüren benutzen und da oben drauf Teppiche legen. Dann hat man hier diese coolen schwimmenden Dinger. Hier haben wir dann auch nochmal einen ganz coolen Blick und auch nochmal eine kleine Brücke rüber zu einem Haus, das euch vielleicht bekannt vorkommt. Denn so eine Art von Haus habe ich letztens in einem Tutorial behandelt. Und zwar haben wir hier ein Hobbithaus, das auch ziemlich cool aussieht. Sogar ein bisschen cooler vielleicht als das andere, was ich gebaut habe. Aber, oh, da vorne haben wir eine Biene übrigens. Aber das hier ist auf jeden Fall auch, ja, sehr nice geworden. Das zeige ich euch ja mal schnell hier. Wir haben hier halt alles, was man so braucht. Wir haben einen kleinen Schreibtisch, wir haben hier einen Kamin in der Mitte, wir haben hier eine Kochecke, wir haben alles eingerichtet natürlich. Hier vorne haben wir noch ein Badezimmer. Und dann haben wir hier vorne noch ein Schlafzimmer natürlich. Hier, die beiden könnte ich eigentlich auch nochmal wegnehmen. Wie gesagt, das kann halt zu Lags führen. Muss dementsprechend natürlich vermieden werden, soweit man kann. Den hier könnten, ja, den lasse ich auch noch da, ist auch egal. So, man kann auch hier entlang noch gehen, auf diesen Hügel hinauf. Und da haben wir dann einen kleinen Picknick, wo wir eine eingesperrte Kuh haben. Ich weiß nicht wieso, aber die kommt da nicht mehr raus, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde sie auch nicht freilassen, keine Sorge, die ist da jetzt halt gefangen. So ist das eben. Wollte ich der Vollständigkeit halber hier nochmal zeigen. Ist jetzt nicht so krass viel gebaut, aber es ist trotzdem cool und ich finde, es passt halt einfach dahin. So, hier unten können wir eigentlich mal reinspringen. Hier haben wir ein Kuhgehege, wo auch nochmal Bienen sind. Denn hier ist so ein kleiner Stall und halt so ein kleiner Wasserfall und diese Bürsten, woran sie sich bürsten können, wenn denen was juckt oder so weiter. Wir haben hier Hühnchen, wir haben hier noch einen See mit so einem kleinen Wasserfall aus dem Berg hinaus. Sonnenblumen haben wir hier. Eigentlich alles, was man so braucht auf so einem kleinen Kuhgehege, in so einem kleinen Kuhgehege. Jetzt wird es ein bisschen traurig. Da oben sollte ja mal auf diesen Sockel ein Drache kommen. Im ersten Video habe ich das noch ganz stolz erzählt, dass das irgendwann kommen wird. Es ist nicht gekommen, aber es ist da ein Slime hingekommen. Und zwar ist das nicht irgendein Slime und auch nicht irgendein Monument, sondern es ist das Monument für, wie hieß sie noch, für Schnuffelina. Das war die Freundin von Schnuffi. Auch wieder ein kleiner Schleim, der bei uns einfach irgendwann gekommen ist. Allerdings ist der die Treppe runtergefallen und gestorben. Oder sie ist die Treppe runtergefallen und gestorben. Ganz traurig, tatsächlich. Und in Gedenken an Schnuffelina haben wir hier halt dieses Monument gebaut. Und in der Mitte sind tatsächlich Slimeblöcke verbaut. Und einer der Slimeblöcke ist halt zum Teil aus den Slimes gebaut.
die Schnuffeline halt gedroppt hat, als sie gestorben ist. Deswegen gibt es jetzt hier dieses Gedenken. Und da sieht man auch, dass sie ziemlich lange überlebt hat auf dem Server, nämlich nicht mal einen Tag. Also sie ist am selben Tag, wo wir sie gefunden haben, ist sie auch gestorben. Wahrscheinlich hat sie sich umgebracht, weil sie nicht bei uns wohnen wollte und für immer in diesem kleinen Ding eingesperrt sein wollte oder sowas. Aber naja, auf jeden Fall traurige Sache. Ja, wir können jetzt hier entlang gehen zum Museum, das wir uns gleich anschauen. Das geht hier rüber. Vorher schauen wir uns da oben nochmal die Flaggen an auf dem Berg. Da haben wir die Deutschlandflagge. Schwarz-Rot-Gold, dann haben wir die Serverflagge, Schwarz-Rot. Ich weiß nicht wieso, aber es ist halt so meine Serverflagge immer gewesen. Und die Schleswig-Holstein-Flagge, weil ich komme aus Schleswig-Holstein. Deswegen muss ich da natürlich auch hin. Und hier ist das Museum, das ich schon immer mal bauen wollte und hier relativ gut umgesetzt habe. Hier gibt es auch ziemlich viel wieder zu erzählen, allerdings, ich weiß nicht, ob das Video zu lang ist. Ich muss es ja auch noch rendern und hochladen, das könnte halt ewig dauern. Ich weiß auch nicht, ob jeder, also ich kann es halt immer schwierig einschätzen, wie gut Videos ankommen. Und ich weiß halt nicht, ob sich irgendjemand das hier überhaupt so lange anschaut. Falls ihr bis hierhin schaut, schreibt mal einfach ein Hashtag, ich schau's mir an. Das würde mich echt mal interessieren. Und ganz am Ende kommt natürlich auch wieder ein geheimer Hashtag, so, aber das ist jetzt mal so ein mittlerer Hashtag. Mal gucken, ob irgendjemand das bis hier schaut. Ich bezweifle es fast, aber ich mache trotzdem weiter. Falls es jemand gibt, gerne für dich mache ich das natürlich. So, wir haben hier einmal eine Ausstellung mit Botanics, also mit den ganzen verschiedenen Pflanzen, die es in Minecraft gibt. Wir haben hier jede Blume, die es gibt. Hier vorne dann natürlich auch nochmal weitergehen mit allen Blumen, die es gibt, mit jeder Pflanze, die es gibt und so weiter und so weiter. Was hier allerdings fehlt, ist der kaputte Strauch, also dieser vertrocknete. Den habe ich hier tatsächlich nicht, warum auch immer, habe ich wohl vergessen. Hier vorne haben wir ein Gehege. Da sollen später Eisbären rein oder Polarfüchse oder Polarfüchse, also beides wäre natürlich auch cool. Allerdings, ich weiß gar nicht, wieso ist denn hier Schnee? Und wieso kann ich den nicht abbauen vor allem? Allerdings habe ich weder Schnee oder Eisbären noch Polarfüchse bis jetzt hier hinbekommen. Und ich habe es auch schon welche gefunden, allerdings ist das ein ziemlich weiter Weg und ich weiß nicht genau, wie ich die herkriegen soll. Aber das Gehege gibt es schon mal, das bedeutet, irgendwann werden wir die hier herholen und dann haben die hier direkt schon mal ein cooles Gehege. Hier in der Mitte haben wir das Dschungelgehege, da werden dann irgendwann Panda-Bären reinkommen. Aktuell ist da immer noch das nackte Schaf drin von vor einem Jahr. Das hat sich in der ganzen Zeit nicht angezogen. Ja, aber auf jeden Fall haben wir hier dieses Gehege. Hier vorne haben wir noch zwei Gehege, wo ich noch nicht ganz sicher bin, was hier rein soll. Hier haben wir ein Skelettpferd drin. Man könnte hier natürlich ein Pilzbiom draus machen, weil Pilzkühe sollen ja auch hierher kommen. Das wäre vielleicht eine Idee. Und ja, hier vorne kann man dann nochmal auf diese riesige Karte gucken, die ich gebaut habe. Die ist noch vom ersten Monat, glaube ich. Also hier sieht man, das Dorf gab es damals schon, den Schäfer gab es damals schon und das Haus gab es damals schon. Noch nicht mehr, also hier seht ihr nichts dekoriert irgendwie. Da hinten den See gab es noch nicht, das Labor gab es natürlich schon, den Turm gab es noch nicht. Es ist immer wieder cool, auf solche Karten zu gucken, wenn man so irgendwie ein Jahr später darauf schaut und sich denkt, oh Alter, da haben wir aber ganz schön viel noch gebaut. Und das haben wir auch tatsächlich getan, wir haben hier sehr viel gebaut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Oben ist meine Lieblingsetage, glaube ich, nämlich. Und zwar stellen wir uns mal hier oben rauf. Das habe ich auch in dem ersten Video, glaube ich, schon gemacht. Und dann gönnt euch einfach diesen Ausblick hier. Egal, wo man hinguckt, finde ich, ist es ziemlich cool. Wir haben hier natürlich wieder eine fette Glaskuppel, die ich zu gerne baue. Da oben haben wir Elytren, das sollen so ein bisschen irgendwie Engel sein oder sowas. Wir haben hier Kronleuchter. Und auch diesen Übergang von Glas in Felswand und Höhle finde ich auch ziemlich gelungen. Da vorne wieder so ein paar kleine Ausstellungssachen, so zum Thema Pillager und zum Thema, keine Ahnung, League of Legends, I guess. Und nochmal hier die erste, oh, das ist auch eine traurige Geschichte, das sage ich euch gleich. Ja, hier hinten haben wir noch ein fettes Aquarium mit Tropenfischen, mit ganz vielen Korallen. Ja, das war auch ziemlich viel Arbeit, das zu bauen, sieht aber ziemlich cool aus, gerade mit diesen Connected Textures, wenn man halt so eine große Glaswand hat, ist das auf jeden Fall ziemlich fancy. Wir haben hier des Weiteren auch noch Tiergehege, und zwar haben wir hier oben einmal Schildkröten, ganz cool, wir haben hier vorne Bienen. Das hier war übrigens das erste, was gebaut wurde, die erste Zelle quasi. Eigentlich sollen da Pillager rein, aber die sind irgendwann despawned einfach. Ja, und jetzt sind hier Bienen, die hier halt schön leben können. Hier, wie gesagt, ein bisschen Ausstellung. Und hier diese Karte zeigt theoretisch, also theoretisch war das die erste Karte, die es gab, also der Server nach einem Monat. Allerdings, ich weiß nicht, also ich habe es nicht gemacht. Irgendjemand hat die Karten geupdatet oder vielleicht wurden die mal vom Server geupdatet aus Versehen oder sowas. Die wurden halt zwischendurch geupdatet und das ist halt jetzt nicht mehr original, der Server nach einem Monat, sondern halt viel später. Ist ärgerlich, auf jeden Fall, weil ich jetzt halt nicht in die Vergangenheit, oder ich kann halt die alte Karte nicht wieder herzaubern. Das ist doof, aber ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. Hier vorne haben wir Füchse.
Allerdings habe ich die Fuchstextur geändert in dem Texturenpack zu Waschbären, weil ich Waschbären gerne mag. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ein schlafender Fuchs eine andere Textur hat und deswegen sah der eben aus wie ein normaler Fuchs und jetzt halt wie ein Waschbär. Das ist ja ein bisschen komisch. Ja, aber auf jeden Fall, das sind theoretisch Füchse. Die haben wir ja auch eingesperrt. Und hier vorne haben wir Lamas, die hier auch eingesperrt sind. Ja. So, dann gehen wir nochmal ganz nach unten. Da gibt es auch noch ein bisschen was zu sehen. Und zwar zum einen hier ein paar leere oder theoretisch leere Gehege, wo noch irgendwas rein soll. Ich habe überlegt, zum Beispiel Spinnen da reinzutun oder irgendwie sowas Dunkles halt. Hier, wie gesagt, die fette Karte. Hier soll es auch nochmal irgendwas geben. Ich weiß allerdings noch nicht was, deswegen habe ich eine Tür hingemacht. Und ja, auf der anderen Seite gibt es allerdings nochmal ein bisschen Aquarium. Da haben wir jetzt ein paar Fische, also verschiedene Fische. Es gibt allerdings in Minecraft ultra viele verschiedene Fische. Allein von den Tropenfischen gibt es, glaube ich, über 200 Arten. Die kriege ich natürlich nicht alle hier rein, obwohl ich das eigentlich als Plan hatte, aber dann habe ich es gesehen und dann, ja, habe ich das dann auch aufgegeben. Das hier gefällt mir ganz gut, hier sind Kugelfische drin und diese Clownfische, das sind so meine Lieblingstropenfische, denke ich. Aber ansonsten hier so ein paar verschieden große Aquarien halt einfach. Und hier soll auch nochmal später so eine Art Streichelzoo hinkommen mit den ganzen Bauernhoftieren, sage ich mal, also Esel, Kaninchen, Schafe und so weiter. Können wir irgendwann mal machen. So viel zum Museum und da würde ich sagen, hauen wir jetzt mal direkt ab hier. Das ist übrigens unser Banner hier, den sieht man hin und wieder mal irgendwo rumstehen. Auch eine ganz coole Sache. Und ich würde sagen, ich mache einfach nochmal eine Synchronisation und dann schauen wir uns den Rest vom Server. Das dauert hier alles mega lange, ich hoffe, irgendjemand gönnt sich das. Naja, bis gleich nach dem Synchronisieren. So, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter und beginnen damit ja die zweite Stunde der Aufnahme quasi. Ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf, insane. Ja, hier haben wir wieder, also ich würde sagen, so kleine Sachen würde ich euch nicht unbedingt jetzt weiterhin erklären. Ihr seht ja, dass hier ein Fluss ist, das muss ich ja, denke ich, nicht dazu sagen. Und dass hier der Weg hier relativ schön dekoriert ist. Ist ja alles super. Wir haben hier vorne eine Taverne gebaut. Mit so einem kleinen, den hier finde ich auch cool, diesen kleinen Stall, wo man noch Hühner drin hat. Und dann so eine Art Nest. Und eigentlich waren doch noch mal zwei Hühner drin. Wo ist denn das andere Huhn hin? Das ist das geflohen oder was? Naja. Hier haben wir einen Pferdestall und eine Latrine, also eine Toilette einfach, weil ich die in dem Haus vergessen habe und irgendwo müssen die auf Toilette gehen, deswegen habe ich die dann gebaut. Die Taverne ist soweit eigentlich ausgebaut, schätze ich mal. Hier haben wir übrigens auch einen Villager, den ihr benennen könnt, wenn ihr möchtet. Der ist nämlich relativ sicher da drin und wird da auch drinnen bleiben. Also wenn ihr für den guten Taverneninhaber einen Namen habt, gerne in die Kommentare. Wir haben hier übrigens so einen kleinen Steg nach unten. Den haben wir hier unten. Ist jetzt nicht so spannend. So, wird mal wieder Zeit hier, um die Renderdistanz ein bisschen anzupassen. Hier vorne, wie gesagt, alles eingerichtet. Wir haben hier einen Kran, wo die ganzen Waren nach oben gezogen werden können. Und so weiter. Hier oben haben wir dann ein paar Zimmer, die alle auch soweit eingerichtet sind. Ist jetzt aber auch nichts Spannendes dabei eigentlich. Halt Standardzimmer. Und hier vorne kann man dann nach oben. Hier ist dann nochmal mehr Lager. Und hier ist, also das hier zählt als Dorf, weil hier so viele Villager sind. Und jetzt ist hier tatsächlich ein Eisengolem gespawnt. Und warum auch immer sind hier zwei Leute oben. Ich habe keine Ahnung, was die Fischer hier oben machen. Eigentlich müssen die doch fischen gehen, aber irgendwie sind die hier hochgekommen und wohnen da jetzt. Ja, lassen wir sie einfach mal da. Ich habe keine Lust, hier Streit anzufangen in der Kneipe. Ich bin kein Kneipenschläger. Hier vorne noch diesen kleinen Baum. Den finde ich auch sehr cool. Den hatte ich ja schon mal angekündigt, dass der hier hinkommt. Ja, sieht einfach, finde ich, sehr schön aus. Und dann hier noch ein Schießstand. Und dann haben wir hier die Wehranlagen, die wir uns auch nochmal angucken. Also es sind im Prinzip sind das eigentlich nur Türme mit einer Mauer. Ich würde sagen, ich gehe die einfach mal kurz ab. Die sind natürlich alle eingerichtet hier, zack. Alles voll eingerichtet für die Soldaten mit ihrer Ausrüstung und so weiter. Das hier ist übrigens theoretisch ein Damm, weil der Fluss hört halt hier auf und da gibt es halt keinen Durchgang nach hier vorne. Oder gibt es einen Durchgang? Oh, ich habe hier schon wieder doppelt. Dieses Doppelklicken von der Maus ist wirklich sehr nervig. Ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Ja, also hier ist halt eigentlich ein Damm. So, dann können wir hier weiter. Hier haben wir nämlich eins der Tore, die tatsächlich hier in das Reich von uns quasi Einlass gewähren. Hier gibt es auch nochmal einen Fluss, der hier entlang geht, so als Mauer quasi. Dann haben wir hier Stroh, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Hier vorne haben wir nochmal ein paar Plätze für Pferde theoretisch, allerdings sind hier noch keine drin, wie man sieht. Das wird aber auch irgendwann kommen, denke ich. Und dann kann man hier oben nochmal entlang gehen, also jetzt gehen wir quasi oben entlang, wo wir halt eben unten gestanden. Ey, dieses Doppelklicken ist absolut nervig. So. Da unten sind wir eben lang gegangen, jetzt gehen wir hier oben lang quasi. Auch die Türme sind halt jetzt nicht so spannend, dass man da hochgehen müsste. Wir können hier mal über die Mauer laufen, einfach würde ich sagen.
Dann laufen wir nämlich mal hier entlang. Zack. Dann kommen wir hier nämlich zu dieser Hängebrücke, die wir eben schon ein paar Mal gesehen haben. Da vorne haben wir auch noch eine Brücke, die nehmen wir auch gleich nochmal. Und jetzt können wir hier nämlich die ganze Mauer entlang laufen. Machen wir aber nicht mal an der Stelle, wir gehen hier mal wieder runter. Denn hier gibt es auch noch einige neue Dinge, die gebaut wurden. Und zwar haben wir hier noch ein Tor, also da vorne, wo wir eben durchgegangen sind, war ja ein Tor. Da vorne bei der Taverne ist ein Tor und hier ist halt das dritte Tor dann im Endeffekt. Hier haben wir den Tunnel, der geradeaus führt zu unserem Haus. Also da sind wir eben reingegangen, in diese Eingangshalle. Und dieser Tunnel führt dann gerade entlang hier, oder gerade hier entlang. Hier vorne haben wir einmal so eine kleine Wachhütte für Soldaten, die hier halt stationiert sind oder sowas, würde ich sagen. Die können dann hier chillen und ich würde sagen, wir werden uns hier auch kurz hinlegen. Ja, weil es schon wieder Nacht ist, also. Na, ihr merkt schon, das wird ein spaßiges, langes Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich dachte, es wäre halt richtig cool, wenn man mal so alles zeigt. Ist natürlich jetzt ein bisschen langatmig vielleicht. Und vielleicht nicht so spannend für jeden, aber ich denke, gerade wenn wir jetzt hier weiterspielen in der Map, sollte man halt wissen, was so abgeht. Da kann man sich das ja mal anschauen. Gegenüber davon haben wir einen kleinen Stall, wo auch noch keine Tiere drin sind. Und noch ein bisschen Heu für die Pferde, die hier aber halt noch nicht sind. So, dann kann man hier weiter. Hier ist natürlich alles wundervoll dekoriert. Und hier haben wir jetzt ein paar neue Gebäude. Das hier ist der Gildenplatz, habe ich mir überlegt, könnte man als Namen nehmen. Dieses Gebäude, dazu gibt es genauso oder fast genauso ein Tutorial. Ich habe es ein bisschen anders in dem Tutorial gebaut als hier. Aber so im Großen und Ganzen ist das dasselbe Haus. Ja, und insgesamt haben wir hier halt ein paar Häuser. Und das sollen halt Gilden quasi zeigen oder symbolisieren. Und hier soll man dann so alles Mögliche über das Thema Blumen und Pflanzen halt finden. Das hier ist eine Entdeckergilde. Hier gibt es dann halt alles Mögliche zu Entdeckersachen. Und das da vorne ist nochmal so eine Gaststätte. Gucken wir uns gleich alles an. Erstmal noch hier vorne diesen kleinen See, wollte ich schon sagen, aber es ist ja eigentlich nur ein Teich. Ja, so Kleinigkeiten, finde ich, sind halt super toll in so einer Map. Also ihr müsst euch vorstellen, eigentlich war hier halt eine gerade Fläche und statt jetzt hier die einfach gerade zu lassen, habe ich halt gesagt, okay, machen wir halt ein kleines Teilchen mit so einer kleinen Bank und einem Korb. Und das wird halt cool aussehen und ich finde, es ist cool geworden. Und so diese Kleinigkeiten, wenn man ganz viele davon hat, wird halt das Große und Ganze auch sehr cool. Hier haben wir die Blumengilde oder die Pflanzengilde. Hier haben wir auch wieder einen Villager, den wir benennen können, der hier halt so seine Sachen anbietet. Also das soll so ein kleiner Shop sein, wo man halt so sich erkundigen kann über Pflanzen und so weiter. Und hier oben gibt es dann noch mehr davon. Hier haben wir auch wieder jemanden, den wir benennen können, wenn ihr möchtet. Am besten schreibt ihr auch immer dazu, wenn ihr den Namen oder sowas habt für den Villager, dann schreibt nochmal die Stelle dazu, wo man den Villager sieht, dann weiß ich nämlich genau, welche ihr meint. Ja, hier haben wir dann nochmal alles, Badezimmer, so einen kleinen Balkon hier. Und wir haben ja auch noch einen Turm, auf den man raufklettern kann. Alles ganz entspannt. Dann gehen wir einmal hier entlang. Hier übrigens, das finde ich auch sehr cool, diese Leinen, die darüber gehen mit irgendwelchen Klamotten dran. Das sieht halt super cool aus, oder? Hier vorne haben wir einen kleinen Brunnen, in den man auch reingehen kann. Hier soll es so eine Art Kanalisation geben. Weil man kann ja sehr schnell reisen, wenn man einen Trident benutzt, der Sog hat. Und das will ich dann halt hier ein bisschen ausnutzen. Und zwar soll es denn hier hinten einfach so einen Wassertunnel geben, ganz lange in die Richtung, bis man zum Strand kommt. Und den kann man halt mit dem Trident benutzen und dann soll es da hinten halt auch einen Brunnen geben und da kommt man dann halt raus. Das finde ich so eine ganz coole Idee. Und verbindet so ein bisschen die Geschichte, sage ich mal, die Story, die man in der Map hat, so mit diesem Survival-Aspekt, dass man halt schnell reisen möchte. So, hier haben wir die Taverne, also noch eine Taverne, so eine Gaststätte quasi, auch wieder mit zwei Villagern, die wir benennen können. Einmal den Typen hier an der Kasse quasi und den Koch hier vorne. Können wir beide benennen und dann haben wir hier halt so, ja, halt eingerichtet wie eine Taverne. Und hier geht's nach oben und hier gibt's dann, glaube ich, auch Zimmer, die natürlich noch nicht eingerichtet sind, wer hätte es gedacht. Aber die wird's denn hier geben und weiter hoch gibt's dann noch mehr Zimmer irgendwann. Werden wir schon alles machen. So, hier vorne soll auch nochmal irgendwas hin. Ich weiß noch nicht, wer hier hin soll, wer hier oder was hier verkauft wird. Aktuell sind hier halt die ganzen Sachen drin, die ich hier halt zum Bauen benutzt habe. Oder ich glaube hier vorne. Na genau, hier habe ich halt die ganzen Sachen drin. Und hier vorne nochmal so einen kleinen Brunnen einfach, weil hier musste halt irgendwas hin. Hier vorne aber auch wieder so eine Latrine, die man benutzen kann, wenn man möchte. Und einen Turm, in den gehen wir auch gleich rein. Erstmal schauen wir uns nochmal die Entdeckergilde hier an. Hier habe ich versucht, auf dem Fußboden so eine Weltkarte zu machen, so ein bisschen, finde ich ganz cool. Und hier sollen dann später so ein paar Karten mit seltenen Biomen sein und darüber sollen dann Schilder sein, wo man die denn finden kann. Das bedeutet, wenn man halt irgendwie was machen möchte oder sowas, dann kann man halt hier reingehen und man weiß direkt, okay, da sind die Biome, da muss ich hingehen, um Sand zu farmen zum Beispiel oder Schnee oder sowas.
Eine Küche haben wir hier hinten. Ganz hier hinten haben wir nochmal ein eigenes Badezimmer hier. Auch ganz cool. Eigentlich sollte hier nämlich auch ein Villager sein, allerdings hat das nicht so hingehauen, wie ich gewollt habe, deswegen ist da jetzt noch keiner. Zweite Etage ist so ein bisschen büromäßig eingerichtet, hier auch wieder mit einer Karte. Und mit so einem kleinen Balkon hier. Alles ganz nett und da kann man hier sogar noch höher gehen. Auf diese Etage hier, hier haben wir dann Schlafzimmer zum einen und dann hier noch ein bisschen Lagerplatz und hier nochmal so einen Blick auf die andere Etage. Und natürlich ganz oben diesen Turm hier. Auch sehr cool. Ich glaube, sehr cool sage ich sehr oft in diesem Video an sich, das Wort sehr und auch quasi und lange. Das sind, glaube ich, die Top 3 Wörter dieses Videos. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Stimme tut ein bisschen weh. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied hört zum Anfang und zu jetzt, aber so lange durchzureden und ohne viel zu trinken, das ist halt schon belastend ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe ewig nicht so lange aufgenommen, ganz ehrlich. Naja. Aber es macht mir Spaß und ich hoffe, es gefällt euch und dann sind wir alle zufrieden. Wir gehen jetzt hier entlang und da kommen wir zu einem... Ja, auch zu einem von diesen Gildengebäuden. Vorher schauen wir uns aber hier vorne nochmal was an. Hier haben wir nämlich wieder einen kleinen See, an dem man angeln kann, wenn man möchte. Ja, sehr idyllisch. Ich werde auch einige Screenshots, denke ich, mit... Ich habe auch... Oh, Jungs, ich könnte so viel erzählen. Es ist der Wahnsinn. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe überlegt, einen neuen Instagram-Account zu machen. Ich habe ja aktuell gerade einen. Das ist aber auch quasi mein privater Account. Also da folgen mir meine ganzen ehemaligen Schulfreunde und die von der Ausbildung und vom Studium und so. 50 Leute oder so folgen mir da, ist auch nicht so. Aber, wäre ein bisschen cringy, da Minecraft hochzuladen irgendwie. Deswegen habe ich mir überlegt, einen neuen Account zu machen, wo ich dann so Shader-Bilder poste von diesem Server einfach. Also hier zum Beispiel, das sieht doch schön aus einfach. Jetzt mit Shader und ein cooles Bild und dann jeden Tag irgendwie so ein cooler Screenshot von dieser Map. Hätte doch was, oder? Was sagt ihr dazu? Wir schauen uns jetzt erstmal dieses Haus an, ganz egal, was ihr dazu sagt. Das hier ist ein Hexenhaus, wo wir auch wieder zwei wundervolle Villager benennen können, nämlich diesen hier. Whoop. Und hier hinten auch nochmal einen, nämlich diesen hier. Ja, hier ist so ein bisschen so hexenmäßig eingerichtet. So, hier oben haben wir auch nochmal so eine Stube, wo man halt lernen kann. Mir fällt gerade auf, ich habe hier mal ganz viele... Also ich wollte, dass die halt eine bestimmte Berufung haben da unten. Nämlich diese Cleric-Berufung, also von dem Braustand hier, dass sie diese Trades machen. Und deswegen, die sind das nämlich nie geworden und immer Fischer geworden. Und Fischer wird man ja durch Barrels. Und deswegen habe ich alle Barrels hier abgebaut, aber ich habe vergessen, die hier wieder hinzusetzen. Also, ja, doof gelaufen. Ja, die brauchen natürlich einen Kräutergarten. Gibt's hier hinten. Alles Mögliche, was man anbauen kann, haben wir hier. Und dann gibt es hier nochmal einen Weg nach oben und hier oben gibt es nochmal ein paar Beeren. Ja, ich dachte, das macht Sinn, wenn hier so Kräuterkundler sind oder Hexer, dass die natürlich sowas dann auch haben. So, und dann haben wir hier am Gildenplatz soweit alles abgehakt. Man könnte hier so viele coole Screenshots machen, wie gesagt. Was haltet ihr davon? Ein paar davon. Ich glaube, einer so am Tag, das wäre keine Arbeit eigentlich. Dann mache ich einmal in der Woche, mache ich so 20 Screenshots und dann poste ich die halt in der Woche. Ja, wir gehen jetzt hier in diesen Turm, der ein anderes Design hat als die anderen Türme. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich würde sagen, also man kann hier natürlich wieder auf diese Mauer gehen. Das ist übrigens das alte Mauer, das alte Turmdesign. So, und man kann auch hier lang gehen. Und das hier ist das neue. Da haben wir so ein anderes Dach und auch insgesamt ist der Turm halt nicht ganz so hoch. Weil ich finde die anderen Türme ein bisschen zu hoch, deswegen habe ich die hier ein bisschen niedriger gebaut. Und hier kann man halt entlang laufen, ganz, ganz weit, bis man zu diesem fetten Turm da vorne kommt. So, und da werden wir auch aufgehen, dann kann ich euch mal ein bisschen was zeigen. Und zwar habe ich halt die Mauer hier komplett abgeschlossen, bis zu diesem Berg. Das war auch noch so eins meiner Ziele halt, wie gesagt, die Mauer abzuschließen. Und hier oben könnte man jetzt in diesen Berg hinein natürlich irgendwas Cooles bauen, ein Gefängnis oder sowas oder eine Truppenstation, irgendwie sowas. Das werden wir uns auch, denke ich, nochmal im SMP dann später auch nochmal oder im Let's Play überlegen. Ja, und hier oben haben wir halt einen coolen Turm, einen fetten Turm, wo man halt gut gucken kann. Da vorne übrigens wieder hier der Obelisk, damit ihr mal wisst, wo wir hier ungefähr sind gerade. Ja. So, dann laufen wir jetzt mal ein kleines Stückchen und ich entspanne mal ein bisschen meine Stimme, würde ich sagen. Weil, ey, das ist belastend, so lange aufzunehmen, wirklich. Also, ich rede ja fast durchgehend, würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt keine Luft hole, rede ich ja eigentlich. Geht schon ein bisschen auf die Stimme, ganz ehrlich. Ich hoffe, ich habe morgen keinen Muskelkater, wollte ich gerade sagen. Kein Stimmenmuskelkater, ja, keine Heiserkeit, weil ich wollte morgen noch ein bisschen was aufnehmen. So, wir laufen jetzt hier durch das Tor, das kennen wir ja auch schon. Und gehen dann hier entlang, wo es so eine kleine Befestigung hier am Weg gibt. Hier, der Weg hört einfach auf. Irgendwann wird er irgendwo hingehen, ich weiß. Aber gerade noch nicht. Wir können jetzt hier entlang gehen und sind dann hier wieder vor dem anderen Tor, wo die Taverne auch steht. Und hier werden wir jetzt nochmal ein bisschen weiter gehen.
Denn im letzten Video, glaube ich, war ja das Abschlussprojekt quasi, was ich hatte, das Dorf, und das gucken wir uns gleich nochmal an. Erstmal hier vorne haben wir jetzt nochmal so ein... Oh, da ist ein Zombie oder ein Skelett. Nee, ein Zombie, glaube ich. Hier vorne haben wir so ein paar Pfähle, die das ganze Wasser so ein bisschen brechen. Und hier vorne auch wieder die Kleinigkeiten machen es, Leute. Wir haben hier vorne so eine kleine Höhle, in die man reingehen kann. Und hier ist dann irgendein Tier, was hier irgendwas gefressen hat. Das ist der Bau von irgendeinem Tier. Finde ich cool. Ja. Die Kleinigkeiten, ich sag's euch. Hier haben wir jetzt diesen Minenschacht ausgebaut, den ich ja auch angekündigt hatte. Hier haben wir auch wieder so eine kleine Lichtung unten, das ist auch eine coole Sache. Und hier, das soll so eingestürzt eigentlich sein, ist jetzt nicht so gut erkennbar, finde ich, aber so als wäre dahinter noch was, so was Geheimes, finde ich auch cool. So ein bisschen Geschichten erzählen hier mit der Map, auch eine nette Sache. Dann sind wir hier in einem sehr dichten Wald mit einem schönen Weg, den wir jetzt mal entlang gehen. So. Und dann sind wir auch schon beim Dorf angekommen. Dieses Dorf ist tatsächlich ein originales Villager-Dorf. Wurde aber ein bisschen frisiert, würde ich mal sagen. Und das gucken wir uns gleich an. Erstmal hier vorne haben wir einen Stall mit ja, so Zeug halt. Und hier vorne links haben wir ein Schweinegehege. Was ich ziemlich cool finde hier, das soll so Matsch darstellen, wo die Schweine halt... Guck mal, das sieht doch so geil aus, wenn das Schwein im Wasser ist mit diesem Dreck, oder? Also diese Dreckstext, das finde ich, sieht richtig nice aus. Oder wenn die hier über diesen Dreck laufen, das finde ich, das ist super toll. Das war eine richtig gute Idee, diese Textur. Hier haben die dann nicht so ihren Unterschlupf quasi. Und hier können sie auch nicht raus, übrigens, das ist alles gesichert. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Hier soll das so ein bisschen so aussehen, als hätten hier so ein paar Bäume gefällt. Also ein paar Leute halt Bäume gefällt, so rum. Und dann lagern die hier halt das Holz und hier ist noch so ein abgeschlagener Baum. Hier sind dann die ganzen Blätter und so weiter. Das ist eine ganz nette Sache. Hier kann man eine Treppe nach oben gehen. Dann haben wir hier so ein bisschen schon mal Blick auf das Dorf. Hier ist eine fette Straße mit so einem kleinen Ausguck hier wieder, wo man gucken kann zu den Kühen. Die haben ja eine ganz schön, ja, nicht so nette, nicht so eine, wie nennt man das, also nicht so artgerechte Haltung gehabt. Die waren ja alle in diesem kleinen Ding da eingesperrt. Jetzt wollte ich eigentlich, dass sie rauslaufen, aber die Kühe wollen da irgendwie nicht raus. Und ihr seht auch schon, wie die sich bewegen. Das ist halt ziemlich laggy. Das liegt halt an der Version leider. Ja, wenn wir hier entlang gehen, kommen wir hier zu diesen riesigen Feldern, die ja eigentlich uns mal ernähren sollten. Allerdings brauchen wir gar nicht so viel essen, aber naja, wir haben sie halt immer noch ganz gut. Hier vorne dieser Weg mit der Schiene ging mal zu einer Eisenfarm, die hat allerdings nicht funktioniert. Das ist ganz schön doof geworden. Und hier vorne soll auch noch einiges hin, das habe ich aber noch nicht gebaut. Hier soll eine Mühle hin, hier eine große Scheune mit Planwagen, mit den Vorräten und so weiter. Und hier soll halt ein Bauernhaus hin einfach. Aber wie gesagt, das habe ich noch nicht gebaut. Ich war hier dann mehr mit anderen Sachen beschäftigt und ich denke immer bei so kreativen Sachen sollte man halt die Sachen machen, wozu man gerade halt motiviert ist, wo man halt gerade Inspiration hat. Und das habe ich halt auch gemacht. So, ihr seht schon, die Dorfbewohner sind alle ein bisschen dumm. Die checken nicht, wie man hier rein und raus geht. Und lägen auch total in der Luft. Ja, wir haben hier jetzt ein kleines Dorf, was... wie der Server lag gerade, krank. Ja, das Dorf war ein originales Dorf, ich habe es aber ein bisschen umgebaut und verbessert. Wir haben hier so ein paar neue Gebäude halt hingebaut, so eine Taverne zum Beispiel hier. Hier haben wir eine Kirche, die auch ganz cool ist. Zwar ein bisschen kleiner, aber ich finde die cool. Hier in der Mitte haben wir ein Rathaus, soll das sein, wo man tatsächlich, wo Villager entstehen, denn hier haben wir einen Villager-Breeder oben drin. Zu dem Villager-Breeder gibt es auch ein Tutorial natürlich auf meinem Kanal. Und da werden halt die neuen Villager dann hier unten rausgeschmissen. Das ist halt auch eine ziemlich coole Sache. Ja, ihr seht schon hier, Baby-Villager sind hier überall. Und hier ist auch eine kleine Gang von Iron-Golems, die hier irgendwie eingesperrt sind oder so. Auf jeden Fall, guckt euch das mal an, die sind 2, 4, 7 Stück. 7 Stück. Und die sind hier schon ewig lange und irgendwie kommen die da nicht raus. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach witzig. Und da vorne noch mehr Leute. Verrückt alles. Wir haben hier so ein paar kleine Häuser natürlich. Ich habe hier versucht, das Ganze so ein bisschen natürlicher zu machen mit so ein paar kleinen Wegen und so einem kleinen See und hier nochmal ein Feld hin und einfach damit es ein bisschen cooler aussieht. Hier ganz kleine Brücken und so weiter. Marktstände sind hier überall. Die auch in den Marktständen können wir übrigens auch alle benennen, wenn ihr möchtet. Allerdings, das sind halt ziemlich viele, deswegen weiß ich jetzt nicht. Hier natürlich Stege, wir sind ja hier direkt am Wasser. Hier vorne ist so ein kleiner Bäckerstand. Hier vorne ist so ein Partyplatz oder so ein Dorfplatz, wo man dann halt zusammenkommen kann. Und hier ist eine große Tafel, falls irgendwas gefeiert wird oder so, kann man das hier feiern. Hier nochmal, also das ist natürlich auch wieder komplett alles eingezäunt hier. Überall sind diese Türme. Hier vorne haben wir Hühner eingesperrt. Hier haben wir einen Marktplatz, wo alles mögliche angeboten wird. Wir haben hier jemanden, der verkauft Tücher und Teppiche und so weiter. Hier wird Honig verkauft, der verkauft
Kräuter und Blumen und so. Und hier vorne haben wir einen Schmied. Hier sind noch ein paar Katzen, die ich gefangen habe übrigens. Da vorne haben wir dann nochmal irgendwelche Güter. Hier haben wir dann nochmal Wasser. Und hier ist nochmal die Kirche, wie gesagt. Hier geht es dann wieder raus Richtung Feld. Hier vorne ist auch das Kuhgehege dann. Die Straße muss allerdings nochmal ein bisschen richtiger gemacht werden. Die ist gerade nicht so gut. Was mache ich hier? So. Hier unten haben wir eine U-Bahn-Station. Ich habe ja gesagt, das soll alles mit U-Bahn verbunden sein hier im Gebiet. Und hier sieht dann zum Beispiel die so aus. Halt so ein bisschen im Stil von dem Dorf hier auch mit den Farben und so weiter. Gefällt mir ganz gut. Joa. Ich hoffe auch, hier spawnt nichts übrigens. Ich bin mir nicht sicher, ob hier überhaupt was spawnen kann. Ich kann es mir aber vorstellen, um ehrlich zu sein. Wir laufen jetzt hier erstmal noch in diese andere Richtung kurz. So, hier gibt es nämlich noch ein bisschen was zu gucken und dann... Ich habe noch so viel zu zeigen und ich würde sagen, ich synchronisiere aber erstmal nochmal. Weil es ist einfach so viel und ich muss wieder synchronisieren. Also bis gleich. So, schauen wir uns jetzt mal hier nämlich das Ganze nochmal an. Hier habe ich allerdings erst Pläne, hier habe ich noch nichts gebaut. Hier soll nämlich eine Blumenfarm hin, die können wir dann auch im SMP nachher zusammenbauen. Und hier vorne soll ein Steinmetz hin oder so ein Minenarbeiter und so weiter, wo es dann hier halt unten zu einer Mine geht. Die gibt es hier nämlich tatsächlich, die ist hier so gespawnt. Und die werden wir dann mal ein bisschen ausbauen und das wird ganz cool. Und hier sieht man auch nochmal das wundervolle Dorf. Übrigens in dem Dorf oben, in dem Dorfzentrum, in dem Rathaus ist halt ein Lager, deswegen ist auch ein Kran. Falls ihr euch gewundert habt. So, man kann nämlich diesen Weg auch hier entlang gehen. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu gucken. Leute, ihr glaubt es nicht, was hier alles gebaut wurde. Erstmal hier wieder ein Weg zu einem Gebäude, was noch nicht wirklich steht. Und zwar soll hier ein Jäger hin. Das können wir uns dann auch schön im Let's Play gönnen, den zu bauen oder im SMP. Hier haben wir eine richtig coole Brücke, die zeige ich euch gleich von der Seite. Und hier vorne wieder ein Gebäude. Hier soll ein Imker hin, also ein Bienenmann quasi. Der verrückte Bienenmann aus den Simpsons soll hier hin. Das wird dann hier kommen und hier hinten soll es dann so eine Blumenwiese geben, wo die halt immer hin können. Hier von der Seite zeige ich euch mal die Brücke. Schwieriges Design, theoretisch, sieht zumindest so aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Falls ihr Interesse übrigens habt an irgendwas, was ich hier zeige, dass das als Tutorial mal kommen soll, könnt ihr auch gerne schreiben. Wir haben hier zwei Gebäude, einmal da hinten eine Mühle und hier einen Reiterhof und ich würde sagen, den zeige ich euch zuerst. Wir haben hier so ein bisschen Zeugs. Dann haben wir hier einmal Ställe, wo halt Pferde rein können, wobei wir hier noch keine haben. Und nochmal hier so einen kleinen Heuboden, wo noch so ein bisschen Zeug halt ist. Soweit so gut eigentlich. Und ich gehe erstmal ins Haus und schlafe da dann einmal. Nicht, dass hier irgendein Creeper noch was in die Luft sprengt. Hier haben wir dann nochmal so eine kleine Chill-Area, wo man halt essen kann oder so. Und dann haben wir hier das Haus, wo man hier natürlich durchgehen kann. Einmal auf dieser Seite, aber da sind Creeper leider. Hier haben wir dann so eine kleine Bauernküche halt, wo man dann direkt auch essen kann. Und hier noch so einen kleinen Balkon einfach. So, dann laufen wir mal schnell nach oben. In der ersten Etage haben wir hier ein Haus für den Typen, der auf der Mühle arbeitet. Der muss ja auch irgendwo wohnen und in der Mühle ist leider kein Platz. Deswegen wohnt er hier. Das war sein Zimmer. Man kann aber noch höher gehen. Und da wohnt dann der Pferdemann, der Reitermann. Und ich weiß, die Farbgebung ist hier ein bisschen komisch, ja, also nicht so in meinem Stil eigentlich. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich will hier halt Vielfalt bringen und deswegen wollte ich halt jede Farbe auch mal benutzen für Betten und so weiter. Und deswegen habe ich hier einfach mal Pink und Magenta genommen und in das eine Bett legen wir uns jetzt einfach mal rein. Und gönnen uns mal den Schlaf. So, wir haben ja auch Balkone, glaube ich. Und ich würde sagen, wir springen hier runter, denke ich. Ich hoffe, dass... Oh shit, hier sind Creeper. Oh, schnell rein und raus. So. Hier vorne neben diesem Stall, den wir uns angeguckt haben, haben wir nämlich noch einen Stall, wo tatsächlich Pferde drin sind. Da sind auch nochmal drei Boxen. Und die Idee ist, dass halt pro Box immer zwei Pferde sind. Das ist, denke ich, auch eine gute Idee soweit. Und jetzt muss ich irgendwie an dem Creeper da vorbei. Zack. Das hole ich mir aber nochmal. So. Das wird auch zeitnah alles mit Pferden aufgefüllt, weil ich möchte nämlich ein gutes Pferd züchten. Und das werden wir halt im SMP dann auch machen. Hier haben wir so eine Allee mit großen Bäumen, wo halt Lichter dran sind. Auch ganz cool. Und dann können wir hier halt entlang gehen. Hier übrigens wieder ein See. Und hier ist auch so ein kleiner Weg, den man entlang gehen kann, der geht aber ins Nichts, also den zeige ich euch jetzt nicht. Hier haben wir wieder ganz viel Weizen, das angebaut wird, weil man daraus ja Mehl macht in der Mühle und dafür ist die Mühle hier halt. Und das hier soll so ein bisschen aussehen, als würde das hier schon geerntet worden sein, als würde hier gerade die Ernte losgehen, ja, ihr wisst. So, die Mühle gucken wir uns an. Von innen einmal zuerst, würde ich sagen. Hier haben wir Mehl, wir haben hier ein bisschen was, wo man halt chillen kann als Arbeiter. Und hier unten haben wir die Mühle. Wir haben nämlich ein großes Mühlrad, das dreht dann dieses Rad, was dann dieses Rad hier dreht und das dreht dann den Mühlstein hier und dann kommt hier halt Mehl im Endeffekt raus. Das ist so die Idee davon.
und ist auch einigermaßen gut umgesetzt, denke ich. Also man kann es erkennen, denke ich mal. Hier draußen haben wir dann nochmal so einen Kran, wo man Sachen aufladen kann, die man dann hier reinholt und die kann man dann halt hier lagern. Oder halt eben hier unten, wie gesagt, hier ist ein großes Lager. Ja, und ich werde euch nochmal hier vorne kurz zeigen. Hier ist nochmal ein Steg vom See, wo man dann das Reiteranwesen, das wäre auch ein cooler Screenshot, sowas hier irgendwie, oder? Ah, das hätte doch was. Ich freue mich auf diesen Insta-Account, ich glaube, ich mache den einfach. Hier vorne haben wir das Mühlrad, das zeige ich euch mal von ein bisschen weiter weg vielleicht. Hier sieht man das, glaube ich, ganz gut. So, und zwar haben wir hier einen Staudamm. Vom See aus gesehen ist das was auf dieser Höhe hier. So, und dann geht das nämlich hier in diesen Kanal rein quasi, also in diesen Bretterkanal und schwimmt dann halt hier rüber und deswegen dreht sich dieses Rad. Das Wasser geht dann im Endeffekt hier in den Fluss. Da vorne sieht man übrigens die kleine Brücke von dem kleinen Weg, den ich eben erwähnt hatte, aber da vorne hört es halt auf. Wobei hier, da wenn man da runter geht, ist eine Treppe dort und da kommt man zu zwei Spinnspawnern nebeneinander. Auch ziemlich cool, da kann man auf jeden Fall eine XP-Farm irgendwann hinbauen. Aber ja, auf jeden Fall durch das Wasser dreht sich halt das Rad. Deswegen dreht sich hier drinnen alles und dann kommt halt Mehl zustande. So, ich würde sagen, das war es soweit, was wir hier gesehen haben. Jetzt müssen wir noch in den Nether gehen und uns ein paar Sachen da anschauen. Ich hoffe, ihr seid so lange dran geblieben, weil da im Nether gibt es den richtig kranken Scheiß. Und das würde ich, und ich würde jetzt sagen, ich laufe jetzt halt einfach zurück zu unserem Haus, zum Nether-Portal und dann zeige ich euch da das ganze Zeug. Werde jetzt aber mal nicht reden, damit ich meine Stimme so ein bisschen ausholen kann und dann synchronisiere ich nochmal und dann schauen wir uns den ganzen coolen Stuff an. Also bis gleich. So, da sind wir jetzt beim Höllenportal. Wir gehen natürlich direkt rein. Und ich nehme jetzt seit ungefähr 1,5 Stunden auf und mir ist gerade aufgefallen, dass die Vorlesungen, die ich ja von der Uni aus jetzt online habe, die gehen auch immer 1,5 Stunden. Und die Professoren reden ja auch durch, ne? Wie machen die das? Ich bin echt schon heiser quasi. Und die machen das ja jeden Tag quasi. Das ist schon krass. Vielleicht ist das Training, vielleicht bin ich einfach nicht trainiert genug. Also viel dazu. Wir schauen uns jetzt mal hier den Nether Hub an. Mit der fetten Kuppel, also Jungs und Mädels natürlich, wie geil. Also ich find's cool. Ich mag diese Kuppeln einfach zu gerne. Und hier im Nether Hub finde ich, also sieht einfach nice aus, oder? Ich bin sehr stolz darauf. Ja, sieht einfach cool aus. Hier im Nether Hub haben wir jetzt diverse Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Einmal hier vorne haben wir die Ordo Islands, also die Farmen. Es ist eigentlich nicht spannend, dahin zu gehen. Also es sind einfach nur Cobblestone-Gebäude von automatischen Farmen, die ich alle schon mal in Tutorials gezeigt habe. Also ich glaube nicht, dass wir uns das angucken müssen. Ja, und hier geht es halt zu diversen Biomen. Also wir haben hier diverse wichtige Biome, zum Beispiel hier Mesa, da kann man natürlich die ganzen, also diese Blöcke hier alle schnappen. Hier gibt es eigentlich nichts Spannendes. Wir können in diese Richtung hier einmal gehen, das ist neu. Und zwar geht es hier zum Endportal. Und hier habe ich auch einen großen Fail gemacht tatsächlich. Und zwar, da ist ein Gas, da muss ich gleich aufpassen. Reise ich ja immer mit Boden, allerdings, also mit Boden über Eis ist halt super schnell. Allerdings kann man nicht so schräg fahren, leider. Also ich kriege das zumindest nicht hin, das ist übelst schwierig. Und ich habe das hier voll motiviert gebaut. Und dann wollte ich es austesten und dann habe ich halt gecheckt, dass ich bin jetzt hier eingesperrt gerade, uff. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es gar nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ja, das war ganz schön bitter, bin ich ganz ehrlich. Das war ein großer Fehler. Aber jetzt muss ich da halt so zu Fuß langlaufen. Und ich hoffe mal, dass mich der Gas jetzt nicht abschießt. Oh, Kacke. So, da den kurz abwehren. Oh nee, jetzt habe ich sie echt kaputt gemacht. Ach Mann, das ist... naja, egal. So, wir laufen jetzt hier einmal kurz lang. So. Der Weg ist ziemlich lang. Deswegen habe ich hier auch eigentlich so eine schnelle Verbindung bauen wollen. Ihr seht auch, das war übelst viel Eis. Also es war sehr... ja, sehr intensiv an Kosten und hat auch lange gedauert zu bauen. Schade, dass es nicht funktioniert. Echt blöd gelaufen. Aber sei es drum. Wir können jetzt hier mal kurz in das Portal und dann sind wir nicht am Ende. Dann schauen wir uns das mal kurz an. So, denn hier haben wir die Festung, die ich ein bisschen umdekoriert habe. Das habe ich mal irgendwo gesehen, so eine Art Design. Und das habe ich ziemlich cool gefunden. Deswegen habe ich das hier auch ein bisschen so ähnlich zumindest gebaut. Ja, und hier ist eigentlich nichts Spannendes. Ein bisschen dekoriert. Hier ist das Endportal, da können wir reinspringen. Und dann sind wir am Ende, wo ich auch noch einiges gebaut habe. Wir sind hier am Rand vom Ende tatsächlich direkt. Man spawnt hier immer irgendwie so ungefähr am Rand. Und hier habe ich halt dann erstmal so eine kleine Basis, wo man so alles mögliche hat, was man braucht. Hier vorne haben wir dann einen Verzauberungstisch, ganz viele Anvils, weil wir haben hier halt die XP-Farm mit den Enderman, die man hier benutzen kann. Zu der habe ich auch schon mal ein Tutorial gemacht übrigens. Und hier haben wir ein Enderman-Slayer-Schwert, was die halt schnell tötet. Ja, soweit so uninteressant eigentlich. Hier können wir lang gehen
Und da kommen wir zur zweiten Enddimension. Das gibt ja Portale für die zweite Enddimension, also da, wo man Schalker und so findet. Das geht dann da lang. Da ist aber nichts Spannendes. Wir gehen jetzt mal hier lang. Und zwar geht es hier das Oberworld-Portal. Da kann man nämlich hier einfach Spam, Maus, Leertaste und dann ist man hier auch relativ schnell unterwegs. So. Hier haben wir auch wieder Aufzüge nach oben, nach unten. Wir wollen nach oben. Und kommen dann hier nochmal zu so einem kleinen Raum, der auch relativ gut dekoriert ist. Also relativ okay dekoriert ist. Mitten im Ende. Und hier haben wir dann das Ender-Ei. Und auch wieder das Endportal, womit wir dann in die normale Welt zurückkommen. Ich bin jetzt wieder hier beim Reiterhof. Das bedeutet, ich werde jetzt nochmal zurücklaufen in den Nether wieder. Und dann schauen wir uns nochmal die ganzen anderen coolen Sachen an, die wir da auch noch finden können. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass die Tonspur zum Beispiel jetzt schon vier Sekunden länger ist als die Aufnahme an sich, obwohl ich es sehr zeitnah gestartet habe. Also das nochmal zum Thema Asynchron. Und mir ist auch gerade eingefallen, ich hoffe einfach, dass ich das gleich speichern kann, weil mein Audacity ist manchmal, also meine Tonaufnahme ist manchmal ein bisschen blöd und dann laggt es manchmal und dann stürzt es ab und dann ist es halt nicht gespeichert. Ich hoffe so sehr, dass ich das jetzt gespeichert habe, sonst wäre alles umsonst gewesen. Ich hoffe es einfach. Hier vorne links in der Tür konnte man eben zur XP-Farm nach oben, die allerdings nicht besonders ist, also die zeige ich euch vielleicht im Let's Play mal irgendwann und wir bauen die auch noch oben auf jeden Fall, aber die ist jetzt nicht so krass, deswegen zeige ich euch die mal nicht. Den ganzen geilen Scheiß, den, also ich habe noch zwei sehr coole Bauwerke, die werde ich euch noch zeigen. Und dann sind wir auch bald schon am Ende, keine Sorge, keine Sorge. Auf jeden Fall ein sehr langes Video, ich hoffe so sehr, dass das einfach funktionieren wird. Wenn ihr das hier seht, hat es ja funktioniert. Wenn nicht, dann, dann habe ich gleich einfach einen schlechten Tag und muss das hier nochmal aufnehmen. Naja gut, wir haben hier noch ein Nether Hub auf den Koordinaten 0,0 ungefähr, also hier ist 0,0 ziemlich genau. Das bedeutet, wenn man sich verirrt, kann man einfach zu den Koordinaten 0,0 laufen und dann ist man hier angekommen. Und von hier aus soll es dann in die Richtung gehen, wir haben ja einmal diese Richtung, Richtung der Welt, wo wir halt normal gebaut haben. Und hier soll es dann aber noch in eine andere Richtung gehen, hier zum Beispiel geht es nochmal wohin, was ich euch gleich nochmal zeigen werde. Aber erstmal gehen wir jetzt hier durch das Portal, dann kommen wir nämlich zum Spawn von der Welt. Und da gibt es nochmal zwei sehr coole Bauwerke, die möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich gucke jetzt mal hier ein bisschen auf den Boden, ich will nicht zu viel spoilern tatsächlich. So, ist es eigentlich gerade Tag oder ist es Nacht? Es ist Nacht, okay, super. Ich glaube, das ist gut. Dann kann ich euch das nämlich ein bisschen besser zeigen. Wobei ich hier hoch will und da ist ein Skelett im Weg. Auch nicht schlecht, so, zack, hier, stirb. Super. So, ich habe hier nämlich direkt am Spawn etwas gebaut, was eigentlich keinen Sinn hat. Es ist mehr so zum Angeben, ja, Prestige, einfach nur ein Monument. Und zwar ist das der Spawn Tower, der ziemlich groß ist. Sieht jetzt von hier vielleicht nicht unbedingt so aus, aber der ist sehr hoch. Da oben schneit sogar schon drauf. Wie findet ihr den? Ich finde den ziemlich cool. Die Idee dafür ist so ein bisschen eine Mischung aus halt Hochhaus bauen und aus den hängenden Garten von... aus Babylon, das war halt eine Stadt in der Antike, die platt gemacht wurde irgendwann. Aber da gab es, das war eins der antiken Weltwunder quasi, und da gab es halt Garten oder Gärten, ich glaube hängenden Gärten hieß das. Da gab es auf verschiedenen Etagen halt Gärten mit allen möglichen Blumen und Tieren und so weiter, und das möchte ich hier halt auch bauen. Also wir haben hier viele Grünflächen gerade noch, die allerdings alle bepflanzt werden sollen, mit allem drum und dran, mit Tieren, mit Pflanzen, ich werde hier auch Tiere anpflanzen, ja genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Das soll hier alles dekoriert werden, einmal drumherum. Das würde ich ziemlich cool finden. Ist wie gesagt direkt am Spawn. Ich zeige euch das Ganze mal hier von innen. Es ist noch nicht so viel eingerichtet. Ich habe halt nur das Haus gebaut. Wobei, nur das Haus gebaut ist eigentlich gut. Das hat sehr lange gedauert. Es waren sehr viele Steine nötig. Allein Quarz. Also, es sieht vielleicht nicht nach viel Quarz aus, aber es ist unglaublich viel Quarz hier reingegangen. Also richtig krass viel, allein für diese Stufen, die sind hier, auf jeder Seite sind zwei Stufen und wir haben vier Seiten, also acht Stufen mal fünf Blöcke breit mal 18 hoch. Ist einfach sehr viel gewesen, auch dieses Concrete hier alles und die ganzen Gläser und so weiter und die schwarze Farbe von Tintenfischen und so. Ist aber cool geworden, wir haben hier in der Mitte einmal, da unten das Höllenportal, wo wir rausgekommen sind. Die Idee ist übrigens, dass wir hier unten, das ist nämlich das Spawn, einfach ein riesiges automatisches Lager bauen. Und das hier dann der zentrale Lagerort wird quasi. Und dann hier oben, wie gesagt, alles dekorieren mit Pflanzen und so weiter und so weiter. Man kann hier auch nach oben gehen und da oben ist auch ein Bett. Da werde ich nämlich gleich mal pennen gehen, schnell. Hier, wie gesagt, hier alles super toll eingerichtet. Zumindest gibt es eine Treppe immerhin. So, wir haben hier mehrere Etagen, die alle nicht eingerichtet sind. Wobei man hier vorne noch so kleine
Terrassen quasi hat, wo natürlich dann auch noch Bäume hin sollen. Und ihr seht jetzt mal, wie hoch das hier eigentlich ist und wie groß dieser Durchmesser eigentlich ist. Ist natürlich nicht das größte Gebäude jemals, aber für mich ist es schon relativ groß. Hier auch die Seelaternen. Ihr ahnt es nicht, wie lange man sowas farmt, ne? Man baut das immer so einfach, man sieht das so in Videos, aber es dauert halt ewig, sowas zu farmen. So, gleich sind wir oben. Gleich sind wir oben. Ja, hier müssen wir jetzt noch einmal einen Fahrstuhl nehmen und dann sind wir ganz oben. Und hier haben wir dann mal so ungefähr alles, was man halt so braucht im Survival, zu zaubern, alles mögliche, unendlich Wasser. Wir haben hier eine Karte, die aktuell ist von der Hauptregion, wo wir bauen. Also die ist tatsächlich von vor 2-3 Tagen. Ziemlich cool, ziemlich große Karte, passt hier perfekt hin, wo man halt da alles sehen kann. Und auch Betten sind hier, deswegen lege ich mich da mal eben rein. Allein in diesem Video habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal geschlafen. Das bedeutet 6 komplette Tage durch, plus halt ein paar Nächte, also so ein bisschen immer von der Nacht. Ja, hier auch eine Kuppel natürlich wieder, eine Glaskuppel, ihr kennt das. Mit Schnee drauf, weil das halt schon so hoch ist. Ja, so, wir gehen jetzt hier mal runter. Das war nämlich das eine Bauwerk, was ich euch noch zeigen möchte. Und das andere Bauwerk ist hier auch in der Nähe, deswegen passt es ganz gut, dass wir hier sind. Ich glaube, ich kann auch hier rausgehen eigentlich. So, zack. Den hüpfen wir mal hier runter. Ihr seht diese ganzen kleinen Extra-Etagen, wo dann halt auch noch was hinkommen kann. Lag jetzt quasi, zwar ein bisschen, aber ich brauche halt ein bisschen mehr Render-Distanz. Und da ist schon wieder ein Creeper. Und 3 Skelette dürfen hier überleben, das ist ja gemein. Im Schatten der Bäume. So, und dann schauen wir uns nochmal hier diesen Turm an. Von hier sieht er sogar noch ein bisschen größer aus, finde ich. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Gebäude geworden. Gefällt mir sehr gut. Und so ein ähnliches Gebäude. Ach, ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist im ähnlichen Stil auf jeden Fall. Schauen wir uns jetzt nochmal an. So, 1 Stunde 40 nehme ich schon auf. Ich hoffe so sehr, dass das hier alles hinhaut mit dem Rendern und so weiter. Und ich habe auch neue Hintergrundmusik. Ich hoffe, dass die auch funktioniert und das Video nicht gesperrt wird. Das wäre alles so ärgerlich. Aber ich glaube dran und dann wird das auch. Ansonsten muss ich alles nochmal aufnehmen. Ist ja... wäre nicht so nah, aber ist auch nicht schlimm, ne? Ich will ja hier nicht heulen, aber meine Stimme, ja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe einfach, dass es geklappt hat. So, hier ist ein ganz langer Weg. Dieser ganz lange Weg hört da vorne auf. Und ihr seht 2 Ps. Das steht für Pixel Park. Das hier soll nämlich das Pixel Park, oder der Pixel Park Tower. Der ist mir auch sehr gut gelungen, finde ich. Ich wollte so ein paar Pflanzen machen, die halt überall so runterhängen. Und das finde ich ist sehr cool geworden. Also mir gefällt der. Der sieht so ein bisschen neumodisch aus, so ein bisschen ökomäßig. Ziemlich cool. Und hier im Pixelpark sollen Pixel Arts entstehen, also große Bilder von irgendwelchen Sachen aus Wolle. Deswegen ist hier ein Wolllager und deswegen ist hier unten auch eine große Wollfarm mit ganz vielen Tieren, also mit ganz vielen Schafen, mit ganz vielen Farbtönen und hier haben wir so die ich gerade am meisten gebraucht habe, blau. Ihr könnt ja mal raten, was ich gebaut habe. Naja. So, hier vorne haben wir nochmal eine Karte vom Anfang irgendwann. Und hier soll später irgendwann eine Karte hin, wenn hier alles vollgebaut ist. Das werden wir auch auf jeden Fall in den Let's Plays mal machen. Hier vorne wird irgendwann ein U-Bahnhof hinkommen, den gibt es aber noch nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt hier erstmal nach oben. Hier übrigens nochmal so eine ganze Farbpalette und ein Hühnchen eingesperrt. Ja. Ja, auf den ganzen Etagen hier habe ich nichts gebaut, weil ich nicht wusste was. Deswegen ist da jetzt nichts Spannendes. Aber ganz oben habe ich ein bisschen was gebaut. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar haben wir hier zum Beispiel einen kleinen Garten, der hier fast bis zum Spawnturm gucken kann, immerhin. Hier in der Mitte natürlich wieder die legendäre Wendeltreppe. Hier vorne wieder so ein kleiner Garten, einfach weil es schön aussieht. Hier in der Wendeltreppe habe ich übrigens das ganze Survival-Zeug, was man so braucht, Betten und so weiter. Auch für diesen hier, guckt euch das ganze Quarz an. Das war nicht günstig. Dafür muss man halt stundenlang farmen, das sieht man, finde ich, in solchen Videos immer nicht. Aber ich habe wirklich lange dafür gefarmt. Hier ein kleiner Whirlpool, ganz entspannt hier liegen. Und hier vorne haben wir dann nochmal so einen kleinen, eine kleine Chill-Area. Und von hier kann man nämlich auch direkt zu den Pixel-Arts runtergucken. Und die gucken wir uns jetzt an, denke ich. Ich hoffe, ich falle hier nicht runter, wenn ich jetzt hüpfe. So, ja. Okay. Wir haben da unten 2 Pixel-Arts bis jetzt erst zwar nur, aber immerhin. Und zwar haben wir hier meine Lieblings- oder mein Lieblings-Pokémon Luxra und das Lieblings-Pokémon meiner Freundin Kyogre. Die sind halt ziemlich leicht zu Pixelarten quasi, deswegen habe ich die schon mal dahin gebaut. Und später soll hier halt alles voll sein mit irgendwelchen coolen Dingen halt einfach. Ja, wie findet ihr die Idee? Ich finde sie cool. Hat auch sehr viel Gold gekostet, die zu bauen. Also bei Kyoko zum Beispiel 3 Goldblöcke, bei Luxtra ein paar mehr. Eigentlich wollte ich es nur aus Wolle bauen, aber das wäre halt nicht so richtig hingehauen. Deswegen habe ich ein bisschen mehr gemacht und dann nochmal so einen kleinen Regenbogen dahin. Auch eine coole Sache auf jeden Fall. Mir gefällt das sehr gut.
Wir können ja auch nochmal eine Etage nochmal höher gehen. Dann sind wir auf dem Sonnendeck quasi angelangt. Hier oben. Später soll hier halt dieses Ganze, soll halt alles voll sein. Wir machen noch so eine kleine Kabine. Übrigens mit Kamin und hier auf gemütlich angelehnt. Alles cool. Und wie gesagt, hier soll halt drumherum alles voll sein mit irgendwelchen coolen Pixel-Arts. Also mit diesen großen Bildern. Das würde ich halt mega feiern. Und ich glaube, das sieht auch cool aus. Und vor allem auf Karten später muss es ja bestimmt cool aussehen. Ich dachte gerade, ich habe was kaputt gemacht. Ja. Hier kann man dann auch wieder runterspringen. Da ist ein Slime-Block und wenn man den gerade ausdrückt, dann kriegt man halt keinen Fallschaden und ist halt direkt unten. Was auch ziemlich nice ist. Und ich würde eigentlich sagen, wir gucken uns nochmal das im Dschungel an. Dafür muss ich jetzt aber wieder zum Nether laufen, blablabla, ihr kennt's, also mache ich jetzt einen Cut. Synchronisieren nochmal. Dann gucken wir uns das letzte nochmal an. Und ich hoffe einfach sehr doll, dass ich die Aufnahme nehmen kann und dass hier alles funktioniert. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier vor dem letzten Höllenportal und gehen da einfach mal rein. Und mir ist auch gerade aufgefallen, dass das hier das erste Video mit Stimme ist, das ich in den letzten 3 oder 4 Wochen aufnehme. Und, oh, kein Wunder, dass meine Stimme darunter leidet. Wir sind hier im Dschungel. Hier ist ein Haus gebaut. Nichts Spannendes eigentlich. Also, ich kann auch gerne ein Tutorial dazu bauen, wie gesagt. Wenn ihr davon irgendwas sehen wollt, gerne in die Kommentare. Hier ist jetzt nicht so viel Action. Es gibt auch hier nicht so viel zu sehen. Ich zeige es euch nur nochmal der Vollständigkeit halber. Ich hätte natürlich in dem letzten Show, ich bin ganz ehrlich, noch ein bisschen mehr zeigen können, aber es ist schon so lange und ich weiß eh nicht, ob sich das überhaupt jemand anschaut. Keine Sorge, gleich kommt noch ein Hashtag, falls ihr daran gedacht habt. Hier soll auch nochmal ein Park hin. Auch nochmal mit so ein paar Pixelarts. Wir haben da ein Herz, wir haben da ein Unendlichzeichen. Hier in der Mitte haben wir einen Globus mit Beacon und nochmal ein paar Blumen drumherum. Und das soll dann später hier zu einem großen Park werden, mit Achterbahn, mit allem drum und dran. So bin ich aber auch noch nicht. Ihr seht schon, die Straße hört hier vorne auf. Und damit würde ich sagen, hört dann auch dieses Video auf. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt nochmal ein Hashtag ein Jahr in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, ob irgendjemand so weit schaut. Und ich hoffe so sehr, dass einfach die Aufnahme funktioniert hat und ich hier nicht gleich die ganzen Programme abstürzen lasse. Drückt mir die Daumen. Wir sehen uns im SMP, wenn das endlich mal losgeht. Und dann werdet ihr hier alles halt noch ein bisschen besser kennenlernen. Also nur weil ich es jetzt gesehen habe, kennt ihr es ja noch nicht unbedingt so richtig gut. Deswegen, das wird alles im SMP kommen. Und da werde ich auch hin und wieder noch ein paar Sachen erzählen natürlich. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.